Dann weiß ich noch, eine Woche vor dem zweiten Lehrgang der Natio habe ich mir das Kreuzband gerissen. Dann genau ein Jahr später wieder gerissen. Und dann haben die gesagt, ja komm, wir machen noch Freistöße. So, und der jüngste Torwart muss ins Tor. Da waren noch Son, Bellarabi, Çalhanoğlu, 100 Freistöße, 98 waren drin. Du musstest eine Arbeit schreiben, wenn du theoretisch am nächsten Tag gegen Benfica gespielt hast. Das Geile war, ich war in der Schule, krieg einen Anruf, geh raus, komm rein und lach. So. Die Lehrerin so, was ist los? Ich bin bei den Profis, Mann. Dann stand ich ja mit Emre Can, Ballack war noch da. Ich hab die Lust am Fußball verloren, ehrlich gesagt. Say less, I ain't gotta say more. Chat money booming like a claymore. Times we used to pray for. Kicking off doors where you think I really came for. I'm staying say levels less. With it, we are on the same floor. Say less. Was geht, meine Freunde? Wir sind hier bei der 23. Folge Say Less. Ich habe wieder den Bruder Jack dabei und wir haben heute zwei Gäste aus meiner ehemaligen Laufbahn, Fußballlaufbahn, hier sitzen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, Jack, ich freue mich unfassbar, heute diese Folge zu machen, weil ich hatte schon immer gesagt, so, dass ich mal Bock habe, auch mit Leuten zu machen, die es jetzt vielleicht nicht im aktiven Profifußball mehr sind oder dabei sind, aber trotzdem einen Weg hatten, eine lange Karriere auch hatten, die genauso viel wert ist wie die von den anderen. Und ich habe einmal gegenüber von mir Marc Brasnich sitzen und einmal Patrick Bade. Die werden sich natürlich gleich selber nochmal vorstellen. Dann lernst du die auch nochmal besser kennen. Marc Brasnich auf jeden Fall Nummer 9 jetzt bei Alemannia Aachen. Nee, sorry, der spielt auf der Nummer 9, hat jetzt die Nummer 10. nicht, dass ich falsch sage. Und Patrick Bade, ehemaliger Nationaltorhüter, Bayer Leverkusen durch und durch, Torwart. Ist jetzt im Frauenfußball als Torwarttrainer tätig und ihr könnt ja selber mal anfangen. Wer von euch anfängt, ist mir eigentlich egal, um euch kurz vorzustellen. Ja, hallo zusammen, ich bin Marc Brasnich, 26, spiele jetzt bei Alemannia Aachen und ja. Ja, ich bin Patrick Bade, von allen nur Pat genannt, bin auch 26 Jahre alt. Ich kenne Marc Brasso, seitdem wir 12 sind, haben wir zum ersten Mal gespielt. Und Mado hat schon viel erzählt und Mado kenne ich jetzt seit 5 Jahren. 5 Jahre, ja. Haben wir zusammen gespielt, zusammen gefahren zum Training. War eine lustige Zeit. Ja. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Mit Pat ich habe mit ihm bei Düren gespielt. Also wir haben zusammen alle drei bei Düren gespielt. Das war, sag ich mal, jetzt vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. 3 oder 4 Jahre? 4 Jahre, glaube ich. Vor dem Corona-Jahr war das. Das war das Jahr, wo wir auch gegen Bayern München gespielt haben, worüber wir auch später noch mal ein bisschen reden können, wovon ich dir auch schon ein bisschen, also schon oft genug auch erzählt habe. Ich habe da leider nicht gespielt, ich weiß gar nicht, hast du da gespielt bei dem Spiel? Aber du hast gespielt, haben wir 3-0 verloren. War echt eine geile Zeit auch, weil wir so eine Mannschaft waren voller so, auch wirklich so Chaoten, sag ich mal. Aber was halt uns halt ausgemacht haben, ist, wir waren halt eine unfassbar qualitativ krasse Mannschaft, so wo jeder halt seine Geschichten hat und deswegen war jedes Training wie so eine Comedy-Show, muss man auch sagen. Also war wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, wie man das bei euch in der Schweiz so vergleichen kann, so. Aber war eine harte Zeit. Aber ich will mal ein bisschen zurückkommen zu allem. So, ihr habt ja gesagt, ihr habt euch mit 12 Jahren kennengelernt. Wie war das denn so? Ihr wart ja wahrscheinlich dann zusammen in der Jugend auch bei Bayer. Wie seid ihr überhaupt zum Fußball gekommen? Das könnt ihr auch mal so erklären. Meine ganze Familie ist fußballverrückt gewesen, schon immer. Und ja, ich habe früh angefangen, ich glaube mit 4, 5, damals bei uns da Basfeld in der Ecke von Aachen. Dann bin ich schnell zu Alemannia gegangen. Also habe ich da so gesehen erstmal einen richtigen, guten Bundesliga-Damals-Verein gehabt. Ja, und dann bin ich schon mit 11 Jahren direkt nach Leverkusen. Ja, ganze Jugend da durchgespielt, mit Pat uns kennengelernt. Er ist ja ein Jahr jünger als ich. Und dann U17 und U19 haben sich unsere U15 schon, kam er zu uns hoch, haben sich unsere Wege gekreuzt. Ja, das war unsere Jugend. Sehr viel erlebt, sehr viel gelernt und war eine schöne Jugend. Geil. Nicht viel, wie andere gelebt haben, glaube ich, aber ich glaube, dass er trotzdem sehr, sehr, sehr viel gelernt dadurch. Und dann, als du von Aachen damals nach Leverkusen gegangen bist, bleiben wir kurz bei dir, weil danach gehen wir dann auf seine Jugend nochmal ein bisschen ein. Also von Aachen nach Leverkusen gegangen bist, wie ist das dann so passiert? So, weil viele Leute wollen ja wissen, wie kriegt man dann Angebote? Muss man zum Probetraining gehen? Ist dann ein Scout dann beim Hallenturnier dabei oder so? Gibt ja viele Geschichten, wie dann Leute zu größeren NLZs dann ja kommen. Ne, das kennt man ja alles, diese Geschichte. Jeder hat ja gefühlt jetzt den Traum so vom NLZ. Ist ja für die das Allergrößte. Man denkt ja, dass wenn man im NLZ ist, dass man schon Profi geworden ist. Aber du kannst ja mal erzählen, wie es dann dazu gekommen ist, dass du dann irgendwann bei Bayer gespielt hast. Ja, ich hatte sehr, sehr viele Angebote aus NRW. Ich wurde halt natürlich dann gescoutet. Die Scouts laufen jetzt schon bei den 6-Jährigen rum und scouten schon die ganz, ganz kleinen Kinder. Ja. Und ja, da wurde ich gescoutet, dann bin ich kein Probetraining, die wollten mich direkt haben, weil ich hatte sehr viele Angebote.
Und ja, dann war ich direkt da. Das erste Jahr bin ich gependelt immer von Leverkusen nach Aachen. Und dann war das aber zu stressig mit Schule und ich war nicht mehr so gut in der Schule. Ja, und dann bin ich nach Leverkusen gezogen und habe dann, bis ich in den Herrenbereich gekommen bin, ja, da dort gelebt. Also bist du mit deinen Eltern nach Leverkusen gezogen, ja, oder alleine? Mit den Eltern, ja. Okay, krass. Und wie war das bei dir, Pat? Also ich kann dazu noch eine kleine Geschichte für euch erzählen, weil habe ich letztes Mal mit seinem Entdecker oder dem Scout da in dem Raum gesprochen. Da war ich U12, er dann für die U13, aber die haben mich da schon zum Turnier mitgenommen. Das war in Holland. Also sein erstes Turnier hat er, glaube ich, in den ersten drei Gruppenspielen 10 Dinger gemacht. So. Und dann war schon fix, dass der auf jeden Fall zu uns kommt, Leverkusen. Und ja, bei mir war ich im kleinen Stadtteil von Leverkusen, habe ich angefangen. War auch relativ schnell, wollte ich direkt ins Tor, wegen Oli Kahn damals. Ja. Ne? War klar. Und bin dann mit 8 zu Bayer. Boah. Also sehr, sehr früh. Und bin dann auch bis zur 19 bei Bayer geblieben. Ne? Hab da alles durchlaufen und dann, wie Brase schon erzählt hat, haben wir dann irgendwann auch viel zusammengespielt. Sind dann auch noch kurze Zeit zusammen zur Schule gegangen. Stimmt, ja, Mann. Und ja, das war so mein Weg. Landrat Lukas-Gymnasium war das, ne? Yes. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie das so ist, wenn ihr so alle in einer Schule so wart? Also es gibt ja so viele so Storys, die man da so kennt, so. Aber wie war das dann für euch, als ihr gesehen habt, okay, ey, Digga, mein Stürmer ist in der Mannschaft, mein Kollege Linksverteidiger ist bei mir auch, ist bei mir in der Klasse oder wie auch immer. Wie hat man das dann so wahrgenommen, wenn ihr alle auf einer Schule wart? Boah, wir hatten eine Sportlerklasse, also ja, mit Leichtathleten zusammen. Ich glaube, Handballer hatten wir, Basketballer und Fußballer. Und ja, gefühlt war ganz Leverkusen-Jugend bei uns auf der Schule. Und in der Pause hat man sich immer getroffen. Und ich weiß noch, haben wir Beine gespielt. Und dann, wenn ein Bein bekommt, dann ging es los. Wurde gejagt auf dem Schulhof. Also du hast rund um die nur Fußball im Kopf gehabt. Und so, ja, das war auf jeden Fall, also für mich persönlich war das schon, Konzentration war manchmal sehr schwierig. Mhm. Weil du weißt selber, wie Fußballer so manchmal sind. Die haben andere Sachen im Kopf. Aber so war schon eine coole Zeit und auch, ja, dann bin ich rüber aufs Berufskolleg, aber war dann trotzdem öfter mal auf der Schule beim Pet nochmal. Ja. Ja, geil. Aber gibt es das bei euch auch so, dass man so gemeinsam auf Schulen geht? Ja, gibt auch so Sportschule, gibt es bei uns. Und ist das dann so mehr so in einer Stadt, weil ich kann mich erinnern, dass es bei uns, als ich in der Schweiz war, da war das immer so mit so mehreren Bundesländern zusammen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Zürich hat das eigene. Okay. Die anderen weiß ich nicht. Warst du auf so einer Schule oder bist du gar nicht auf so eine Schule gegangen? Aber bei uns haben das viele, ne? Ja, eigentlich. Schalke. Ja, fast jede Schule hat dann so, jeder Verein hat dann so eine Schule und die siehst du dann immer wieder bei diesen Schulmannschaftsturnieren. Boah. Da gibt es immer so Mannschaften. Du hast da, Schalke-Internat war immer geisteskrank. Schalke war schön. Muss man schon sagen, weil da war wirklich gefühlt echt, da war die ganze Mannschaft, ne? Da war ganze Mannschaft. Ja. Wir haben auch gegen die gespielt, da hatten wir drei, die vielleicht dann so einen kleineren Verein gespielt haben, aber trotzdem dann verloren, weil die haben es komplett ausgenutzt. Ne? So, das war halt, das war wie wirklich für die, wirklich ein Meisterschaftsspiel so, weil da jeder auf das Internat gegangen ist, gefühlt, oder zumindest auf die Schule. Und weil die auch früh auch schon Spieler von außerhalb geholt haben. Also du hast ja auch so Spieler, in meinem Jahrgang war so ein, der jetzt bei Juve spielt, Weston McKennie. Du hattest dann, du hattest voll viele Amerikaner, ich weiß gar nicht, wie es bei euch war. Haji Wright war noch bei uns, genau. Bei euch war ja dann so Leute wie Leroy und so waren dann wahrscheinlich. Leroy war ja noch bei uns. Ja. Von U13 bis U17. Stimmt, der war mit euch bei Leverkusen, ne? Also Leroy Sané, ja. Das war ja mein Jahrgang. Ja, stimmt. Und dann war er auch bei uns. U15 warst du ja bei uns. Ja. Da haben wir alle zusammen gespielt das Jahr und da haben wir alles zersägt, ne, mit der Mannschaft. Ja, also ihr hattet auf jeden Fall auch so Jahrgänge. Ich weiß nicht, ob du diese Jahrgänge kennst. Es gab ja den 97er, 96er Jahrgang. Also gefühlt, ich sage sogar 97er, war sogar noch weiter gerankt, sage ich mal, nach oben, glaube ich. Ja. Wenn man auch guckt, wer jetzt Profi geworden ist insgesamt. Ich weiß nicht, ob ihr da sogar die meisten stellt, ne? Ja, wir haben auf jeden Fall viele so die zweite, dritte Liga gespielt haben. Benny Henrichs ist, glaube ich, der bekannteste, ne? Mit dem waren wir auch in der Klasse. Ja. Er hat es Nationalspieler geschafft und sonst sind halt schon sehr viele Profi geworden. Ne? Ich glaube, da U12 bis U17 Anfang habe ich vielleicht 2 Spiele verloren. Mhm. Also ich musste eigentlich fast in die Handschuhe sogar mitnehmen. Ja, das war krank. Waren die zu dieser Zeit, so hat man da schon so gesehen, dass die das diesmal machen werden oder war da noch so? Ich sag, also Leroy fand ich, konnte so sehen, also blind. Der hat Spelle genommen am 16. einmal, wo wir wieder auf Turnier waren. Am 16er Ball abgeholt von mir, durchgedribbelt, Tor. Benni auch. Aber Benni ist jetzt Rechtsverteidiger, genau. War damals 10er, 8er. Ne? Das konnte man noch nicht so vergleichen, weil der war 10er, krass, der hat auch viele Tore gemacht. Crazy auf der Mittelfeld. Also ich weiß auch, also Leute, die den jetzt nur als Profi kennen,
Also ich kenne ihn ja noch damals so als der, das war ja der Mann mit den Locken, also wie ich mir vorstellen, seit der U7 oder U8 gefühlt, seitdem es diese Turniere gibt, war immer der mit diesen Locken und der war auch immer die Person, die bester Spieler des Turniers gefühlt geworden ist. Und wenn ich dir sage, Bruder, ich habe das schon mit 7, also wenn man nicht sagt, man hat das mit 7 schon gesehen, dass er Profi wird, dann war man auf jeden Fall blind so, ist halt so, ja, ne? Also ehrlich. Der hatte zwei Leute im Rücken, der hat sich trotzdem aufgedreht irgendwie, ich weiß nicht, so, wie also, er sagt. Ich glaube, das war der Überflieger, sage ich jetzt mal, so komplett in Deutschland. Und dass er jetzt Rechtsverteidiger geworden ist, sieht man, wie unterschiedlich der Profifußball doch zu dem Jugendfußball dann ist. Wo viele dann auch von den ganzen Talenten dann auch am Ende des Tages auch vielleicht auch gescheitert sind. Aber ich finde das einfach nur krass, wie was für eine Mannschaft ihr da damals hattet, so, weil das hat ja jeder mitbekommen. So. Ihr habt ja auch die Youth League dann noch gespielt, seid ja auch da weit gekommen. Ich glaube, du wurdest ja sogar Torschützenkönig, oder? Ich glaube. Ja, ich habe auf jeden Fall die meisten Tore. Vorrunde gehabt. Ja, Vorrunde. Wir sind ja nie weitergekommen. Ja, immer vorher raus. Wir hatten immer gute Gruppen, muss man sagen. Mhm. Aber so hatte ich mal, ich glaube, 10 Spiele, 11 Tore oder so. Boah. In der Youth League jetzt? Boah, insgesamt in über 2 Jahre. Ne? Ja. Und was hat das dann so mit einem gemacht, so, wenn man wusste, okay, Alter, ich spiele jetzt hier gerade in der Youth League. Sowas haben ja auch nicht viele gemacht damals. Weil, ich glaube, Leverkusen war hier im Westen, glaube ich, mit dir. Und Dortmund, glaube ich, noch, ne? Hat Dortmund überhaupt Schalke gespielt? Schalke hat auch, weil die Meister geworden sind. Genau. Schalke kam auch immer weit. Ja. Halbfinale einmal. Wie war das denn für euch, wenn ihr so wusstet, ey, Alter, wir haben jetzt gerade in der Youth League gewonnen, so, oder ihr spielt jetzt, keine Ahnung, gegen Partizan Belgrad als Beispiel jetzt, und ihr gewinnt jetzt gegen die, so, was gibt dir das so für ein Gefühl in der Woche, so, bist du dann, denkst du, du bist so krass dann in der Schule, oder? Ja, es hat ja erstmal angefangen, ne, so, wo wir das mitbekommen, dass wir Youth League spielen, dann hat jeder erstmal einen Anzug bekommen, sind dann mit Anzug, mit, wir waren 16, 17 Jahre mit Anzug im Spiel gefallen, diese italienische Nationalmannschaft, und mein erstes Spiel Youth League war gegen Manchester United. Okay, krass. Und da, ich weiß noch, da haben wir 2-0 zurückgelegen, da mache ich 2 Tore, 2-2, wir verlieren noch irgendwie 4-3 oder wir haben 3-2 geführt und noch verloren. Das war safe irgendwie Lingard-Zeit, Rashford und so. Naja, es war nicht Rashford, da war Zehner Pereira. Okay. Mhm. Boah, krass, der ist auch da durchgegangen. Der war immer PSG Eindhoven, ja, dann genau. Beim Menü, der war unfassbar. Ja. Zehner, ne? Ja, oh, das war auf jeden Fall ein geiles Gefühl, aber du kommst zur Schule zurück. Also für mich persönlich machst du noch 2 Tore im Menü, wurde es überall gesehen, so, ne? Ja, war schon ein geiles Feeling, ja. Krass. Damit geile Hotels, auch nochmal so mit den Profis zusammengeflogen auch. Dann abends noch das Spiel. Also im selben Flieger dann gewesen? Ja. Okay. Und dann die haben dann synchron genau die gleichen Spiele dann? Ja, wir haben morgens gespielt und die haben dann abends waren wir noch dann noch das Spiel gucken. Also ich glaube, Youth League, falls es nicht jeder checkt, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, so Youth League ist halt einfach die Champions League von den Jugendmannschaften. Ich glaube, das fängt, aber ist nur U19, oder? Ja, nur U19. Nur U19. So, und du spielst halt parallel zu den Herrenmannschaften, spielst du halt dieselben Spieler, aber nur, glaube ich, in der Früh oder so, ne? Ja, ganz oder genau. Genau, nur in der Früh und danach fliegt ihr dann aber auch zurück nach Hause, gemeinsam? Ja. Ach, krass. Meistens am nächsten Tag dann. Okay. Also guckt ihr dann die Spiele dann noch abends und so zu und so. Also das ist ja auch trotzdem geil, Alter. Super. Wie ist das denn dann, wenn du dann da verlierst jetzt, sag ich mal? Dann bleibst du ja da, nimmst du aber trotzdem noch das Spiel mit und du freust dich so, ist ein geiles Spiel, so noch zuzugucken oder ist man dann eher so abgefuckt? Ja, wir hatten auch geile Spiele, ne? Wir hatten Benfica. Okay, boah. Wir hatten AS Rom, wir hatten Barcelona. Habt ihr Benfica gemacht? Weil Benfica war geistkrank. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Also war so mein Jahrgang sehr gut. Ruben Dias, ne? Ja, hat sich Nationalmannschaft, Ruben Dias. War der bei dir? Ja, Ruben Neves. Ja, stimmt. Und Renato Sanchez. Renato Sanchez hat gemacht, was er wollte. Ja. Das war wirklich geisteskrank. Ja, und was er schon gesagt hat, so für mich war ein bisschen schwieriger. Mhm. So, wenn du so abends gelandet bist oder morgens. Und dann sitzt du am nächsten Tag 7.45 Uhr Bio und denkst dir, Alter, was geht hier ab? Ne? Aber ja, war auf jeden Fall geile Zeit mit geilen Geschichten. Ja, man, safe. Aber ich sehe das halt trotzdem auch. Also ich finde das natürlich ist das Krasse, was man so machen kann, so als Jugendlicher so. Aber ich finde dann diesen Sprung dann wieder zu machen, so in diesem normalen Alltag, wo man sich denkt, so Digga, ich bin eigentlich gefühlt gerade schon Profi, so, aber du bist eigentlich noch ein Niemand, theoretisch so. Das ist, glaube ich, so die schwierigste Sparte, die man dann hat, so als Jugendspieler, vor allem, wenn man dann theoretisch auch noch so erfolgreich dann ist, ne, mit seinem Verein und mit seiner Mannschaft. Man fliegt nach Lissabon, spielt gegen Leute wie Renato Sanchez etc., die jetzt keine Ahnung, wie viel Millionen wert sind und da auch Sachen spielen. Renato Sanchez wurde bester Spieler der EM? Ja, Mann. Oder Jugendspieler der EM? Oder wurde er sogar bester Spieler der EM? Bester Jugendspieler. Bester Jugendspieler. Und Golden Boy, oder? Genau, Golden Boy, ja, etc. So, und du sitzt dann am Ende des Tages vor, keine Ahnung, welcher Lehrerin, die dir dann irgendwie erzählt, dass aus dir eh nichts wird und du leise sein sollst. Er war so, schon schwierig. Er war ist schon halt so. Unterschied Tag und Nacht manchmal. Ja, aber hattet ihr so Charaktere auch, so, wo ihr sagt, so, ey, ich war, sag ich mal, schwerer erziehbar, was die Schule jetzt anging? So, wart ihr noch zu motiviert zu bekommen überhaupt? Oder ging das eigentlich?
Also ich war, bei mir war es schon schwierig, ja. Also ehrlich so, ich wusste schon immer, dass ich was kann. Mhm. Ich hatte auch nur ein Ziel immer. Das habe ich auch dann kurzzeitig auch gepackt. Deshalb, ich hatte auch nur einen Plan im Kopf. Ja. Ich war so besessen schon davon ein bisschen. Deshalb war es manchmal bei mir in der Schule schon sehr, sehr schwierig. So. Mhm. Ich hatte einfach keine Lust manchmal so und dann noch Training manchmal. Ja. Dann bin ich zu den Profis gekommen morgens. Dann war ich war dann nicht mehr bei ihm, ich war dann im Berufskolleg. Dann sollte ich morgens bei den Profis und dann 5., 6. Stunde sollte ich wieder zur Schule gehen. Boah. Ja, schwierig, wenn du dann nach dem Training da im Wellnessbereich sitzt und dann wieder zur Schule gehen musst mit dem Bus ohne Auto. Ja. Aber Fußball war Nummer 1 Fokus dann? Ja. Also du hattest auch so, neben Fußball hattest du nichts anderes so? Nee. Okay. Ich konnte auch gar keine Ausbildung anfangen. Ja. Aber kommen wir wahrscheinlich später noch zu, weil ich noch dann in die zweite Liga direkt gewechselt bin. Mhm. Wie war das bei dir? Bei mir war vielleicht ein bisschen anders so, weil meine Eltern immer relativ klar gemacht haben, so, ja, wenn du nicht zur Schule gehst, dann darfst du nicht zum Training. So. Hast du natürlich als Kind so Jugendlicher geglaubt. Deswegen habe ich das immer schon versucht durchzuziehen, aber war halt auch, habe ich ja gerade schon gesagt, war extrem schwierig. Ne? Auch wenn dann U-Länderspiele waren, so, dann warst du 10 Tage nicht in der Schule. Mhm. Dann kommst du wieder, alle wollen was von dir in der Schule. Das so durchzuziehen, war schon schwierig, aber bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich es durchgezogen habe. Ja, du sprichst was Krasses an, weil das haben theoretisch nicht so viele, das, was du jetzt, sag ich mal, hast, dass du sagst, ey, ich habe jetzt die Schule durchgezogen oder bin jetzt nicht nur komplett diesen einen Weg gegangen. Klar hat man, also ich kann es ja auch ehrlich so zugeben, so, man hat nur diesen einen Weg im Kopf so und der Rest ist eigentlich so wie so ein Gefühl, dass man einfach an etwas so gescheitert ist, sage ich jetzt mal. So, wir hatten ja alle den Traum, keine Ahnung, da zu sein, wo jetzt, keine Ahnung, wie viele andere Leute, sage ich mal, sind, was trotzdem ja auch nur 0,000% irgendwas sind, ne? 0,06% oder von denen, mit denen man zusammengespielt haben, die überhaupt im richtig bezahlten Fußball sind. So klar, man verdient auch in unteren Ligen vielleicht auch ein bisschen Kohle, sage ich jetzt mal, aber man träumt ja auch von vollen Stadien jede Woche, geile Auswärtsfahrten, was auch immer, diese ganze Lifestyle, die ja ein Fußballprofi dann durchlebt. Aber ich glaube, wie findet ihr das so, wie wird das angesprochen in der Jugend von diesen Vereinen, dass man eigentlich diesen Weg trotzdem auch noch im Kopf haben sollte? Oh, das war bei uns schon. Ja. Also wir hatten schon, also wir wurden ja dann von der Schule mal abgeholt, haben wir Essen bekommen und dann mussten wir auch direkt hoch, Hausaufgaben machen. Also da wurde schon drauf geguckt, auch wenn man zum Beispiel bei mir war, ich war immer nicht gut in der Schule, also eine Zeit lang, und dann durfte ich zum Beispiel nicht mit nach Katar. Die Jungs sind dann 10 Tage nach Katar oder so, 7 Tage und ich durfte nicht mit einmal. Mhm. Ja, wie war das dann für dich? Ja, hat schon genervt. Also ich war einmal schon da vorher, dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich war eh schon einmal da. So. Aber es war schon nervig dann. Ne? Aber das Gute war für mich, ich durfte dann bei 2 Eltern mittrainieren. War dann auch für mich auch cool. Ja. Wieso haben die dich dann bestraft? Ja. Ja, aber die haben schon drauf geguckt. Also auch, die sind auch mal mitgekommen, wenn wir zum Beispiel Champions League, Youth League gespielt haben. War auch manchmal, wenn eine Arbeit war, mussten wir da auch eine Arbeit schreiben. Ne? Du musstest eine Arbeit schreiben, wenn du theoretisch am nächsten Tag gegen Benfica gespielt hast? Ich musste sogar vormittags, morgens, weiß ich noch, musste ich eine Klausur schreiben. Mhm. Dann hatte ich eine halbe Stunde, Stunde Zeit zum Essen und dann sind wir mit dem Bus gefahren. Ich glaube, das war in St. Petersburg. Boah. Stimmt. Digga, in Russland. Das heißt, wie lange bist du geflogen dahin? Ich bin geflogen 4 Stunden. Ja, das ist heftig. Genau in dem Hotel, wo wir waren, das ist einfach ein Jahr später, wurde das weggebombt. Ja. Echt? Ja, Mann. Boah. Das war direkt neben dem Stadion, aber so ein geiles Stadion. Ja, Mann. Digga, aber ich finde das halt trotzdem gerade eigentlich so voll krass zu realisieren, dass du einfach 4 Stunden fliegst, du schreibst deine Klausur, dann wird dir noch erwartet, dass du auf höchstem Niveau Fußball spielst. Ja. So, wenn du dann jetzt noch einen Fehler machst, so, weil ist halt einfach so, dass man auch in NLZ oder wo auch immer man auf jeden Fall auf einem höheren Niveau spielt, man wird von der Leistung halt, man ist abhängig von seiner eigenen Leistung so. Und wie war das denn da, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein richtiges Scheißspiel gemacht hast? Haben die dann gesagt so, ey komm, das können wir noch verstehen oder so? Oder hast du das Gefühl gehabt, dass die es halt nicht verstehen konnten eher so? Oder wie hast du es wahrgenommen? Also ich fand jetzt bei Bayer Leverkusen schon sehr verständnisvoll. Okay. Und boah, so auch schon gut gesagt, die haben da schon auch keinen Druck, aber die haben schon betont, dass ihnen das wichtig ist. Ne? Dass wir irgendwie alle einen Schulabschluss kriegen. Deswegen war da schon Verständnis da. U19, ja, aber Trainer, der schon eher ein Profitrainer war, ne, der hat dann nicht mehr so Verständnis gehabt vielleicht. Aber so drumherum die Leute, so gibt es ja überall jetzt so pädagogische Leiter, Lehrer, so, die haben da schon immer Verständnis gehabt und Auge drauf, Krass. Dass das alles klappt. Ja, aber ist ja auch, also ich finde das halt unfassbar wichtig, auch wenn ich das selber damals nicht so ernst genommen habe. Natürlich. So, ich habe das halt auch irgendwann so, wir haben ja, ich glaube, wir haben ungefähr zur selben
Zeit so mit dem Fußball so, sag ich mal, abgeschlossen. Ja. Ne, oder? Das war, also bei mir war es nach der Saison in Düren. Okay, du warst noch eine Saison noch länger da. Ja, zwei. Ja, das stimmt, zwei Saisonen länger warst du noch da. Wie kam so für dich, als du diesen Cut gemacht hast? So, was ist so in deinem, also ich kann ja von mir so ein bisschen erzählen, kann ich danach machen, aber was war so, als du gesagt hast, ey, weißt du was, ich weiß nicht, ob das alles noch Sinn ergibt, so. Wie kam dieses Gefühl bei dir, also wie bist du damit klargekommen? Wir beide haben ja schon so oft mit David Pütz noch damals so im Auto immer mal wieder so ein bisschen drüber geredet, so dass Regionalliga zum Beispiel, jetzt vierte Liga, wo wir waren oder du noch bist, so schön und gut so, verdienst du dein Geld, dass du alles bezahlen kannst. Ist auch geil, mal so im Tivoli zu spielen, so, aber das ist halt nichts, was du dauerhaft machen kannst. Ne? Mhm. Deswegen habe ich da immer schon geguckt, so ja, was kann dich vielleicht interessieren, so was macht dir Spaß? Und dann ist halt immer trotzdem noch der Fußball gewesen. Ne? So, und dann wollte ich eigentlich nie so Trainer werden, eher so Teammanagement machen. Und dann kamen so Gespräche mit dem Torwartkoordinator. Hat mir das ein bisschen gezeigt, ich bin mit auf dem Platz, hab direkt gesagt, boah, geil, will ich machen so. Dann war ich halt noch in Düren, wollte den Vertrag auch zu Ende spielen so. Und dann kam jetzt für mich zum Glück das Angebot, dass ich so direkt diesen perfekten Übergang für mich haben kann. Und nochmal zurück auf die Frage, bei mir war das vielleicht so ein bisschen schon früher, ne? Weil ich durfte auch einmal mit bei den Profis ins Trainingslager und da war ich noch so, ja, kam schon an, zwar mit Selbstvertrauen, so dachte so, okay, was ist? Da waren halt Nummer 2 und 3 war David Yeldell damals, weiß ich, ob das jemand was sagt, war so Torwart immer bei Duisburg und den hat Leverkusen dann als Nummer 3 und dann denkst du so als 16, 17-Jähriger, so, ja, mach ich auch. Torwarttraining, der Bälle gehalten. Ich mir dachte, Alter, die werde ich niemals in meinem Leben halten. Ja. Egal, wie ich mich entwickle, wird nicht passieren. Da waren noch Son, war noch bei Bayer, Bellarabi, Çalhanoğlu. So, dann haben die gesagt, ja komm, wir machen noch Freistöße. So, und der jüngste Torwart muss ins Tor. Ja, ich habe 100 Freistöße, 98 waren drin. So, hast du einmal spekuliert, andere Seite geschossen. Keine Chance. Und da war für mich schon klar, so, okay, das wird vielleicht reichen, so für vierte, wenn du Glück hast, dritte Liga. War niemals da, wovon man geträumt hat. Ne? Mhm. Deswegen fing da schon eigentlich so der Prozess an und dann hat sich das so entwickelt. Krass. Wie war das für dich so, als du, weil bei dir ist deine Karriere ist ja nochmal eine ganz, also bei mir, das ist halt das Lustige. So manchmal hat man das Gefühl, dass man mit jemandem so redet, der so Ex-Profi ist. So, also so, ne, weißt du, was ich meine? Also nicht alter oder? Nein, nicht, weil du alt bist, aber dein Weg ist ja eigentlich so geil. Also jeder, der den jetzt gleich hören wird, so, wird danach sagen, Junge, was ist eigentlich bei dem passiert so. Aber das ist halt, ich finde, das ist halt bei dir trotzdem krass, weil du halt immer noch dabei bist so und du hast, also meiner Meinung nach, auch immer noch das Potenzial, das nach da ganz oben zu schaffen. Ja, weil man muss auch sagen, also die Leute, die es vielleicht auch sehen, es gibt schon genug Stories, wie Stürmer in was für Altern auch, also was für in einem gewissen Alter, die gekommen sind, es trotzdem noch in die ersten Ligen geschafft haben. Ich glaube, ich kann jetzt sogar sagen, dieser Behrens, ich habe vor 6 Jahren oder 7 Jahren, habe ich gegen den Saarbrücken war da, Regionalliga noch, habe ich gegen den gespielt. Bro, der hat auch in der Champions League. Bruder, Champions League Nationalspieler. Der hat auch in Aachen gespielt, wo du jetzt spielst. Ja, die wollten ihn da rausschmeißen. Genau, und da war ich noch, ich weiß noch ganz genau, ich war noch in der Jugend. Stimmt. Ich war in der U17 oder so. Er war dann mit mir im Kraftraum, dieser Behrens. Mhm. Maschine. Ja, Mann. Aber ich habe niemals gedacht, dass so ein Mensch Fußball spielen kann. Und das war damals so das war das krasseste Ding. Ja. Ich war Balljunge, ich war 16, wir wurden gezwungen. Wir mussten Balljunge sein, und das war so ein Spiel. Aachen gegen Essen damals, also Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Rekordspiel, ja. Genau. Ist ja ein extrem hitziges Spiel damals in der Regionalliga gewesen. 33.000 Zuschauer in der Regionalliga. Vierte Liga in Deutschland, damit ihr das mal checkt. Full. Aber du musst dir vorstellen, Aachen-Fans, das ist... Also das ist... Das kannst die heulen, wenn du verlierst, heulen die. Ja. Also wirklich, also es gibt Herz. Da noch Geschichten, die ich da habe, also von den Fans, die da sind, so natürlich geisteskrank, also du musst eh schon so fußballverrückt sein, um noch Fan, meiner Meinung nach, Fan von einer Viertligamannschaft so zu sein, so, aber die Tradition ist ja, die haben Europa League gespielt, die haben Bundesliga gespielt, extrem lange, zweite Liga extrem lange, so, ne, das ist trotzdem ein Riesenverein. Mhm. Und der Kevin Behrens hat dann damals das 1-0 geschossen, deswegen kannte ich den dann. Ja. Und dann ist der trotzdem noch durch die Regionalligen getaumelt, so, und jetzt auf einmal ist er jetzt da, deswegen, um jetzt auf deinem Weg zurückzukommen, du hast ja dann nach diesen Youth League-Geschichten und so, kannst du ja ein bisschen erzählen, wie es dann für dich dann so, wie war das dann für dich? Ja, also ich muss anfangen, das hat bei mir unter 15 schon ein bisschen angefangen, so, ich war schon ein großes Talent, sag ich mal jetzt, also immer auch Nationalmannschaft gespielt, Nationalmannschaft Kapitän gewesen, dann weiß ich noch eine Woche vor dem zweiten Lehrgang der Nazio,
habe ich mir das Kreuzband gerissen. Boah. Im das Training. Das erste Mal, ne? Erste Mal, ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben Kreuzbandriss gehört. Ich wusste gar nicht, was das ist. Mir wurde gesagt, 6 Monate, ich hatte Krücken, ich hatte noch nie Krücken gehabt. Mhm. Ich so, okay, 6 Monate, dann bin ich wieder da. Alles easy, ne? Ich war damals noch links außen. Also 1 gegen 1 Spieler, ich war schnell. Und dann kam ich zurück. Wie alt warst du da? 15. 15? Ja. Da sollte ich aber schon so im nächsten Jahr so langsam mit den Profis rangeführt werden, so wurde mir gesagt. Dann haben die mir, dann bin ich wieder zurückgekommen. Reha, 6 Monate, 7 Monate, kam ich wieder zurück. Ich war nicht mehr so schnell wie früher. So. Mhm. Hat erstmal alles gedauert, so reingekommen. Aber ich hatte nie Angst. Das war das Gute bei mir. Ja, und dann habe ich gespielt, erstmal reingeführt, gesagt, erstmal langsam, langsam. Und dann genau ein Jahr später, einen Tag später, bevor das nachdem also das passiert ist. 366 Tage theoretisch. Ja, ist es wieder gerissen. Boah. Genau das Gleiche. Ja, im Länderpokal. Selbe Bein und alles. Ja, gleiche Bein, recht. Mittelrein, Pokal. Ich kam rein, mach 2 Tore. Boah. Und dann reiße ich mir das bei so einem dummen Schuss, wo ich eigentlich, du weißt, ich schieße mit beiden Füßen. Ja. Ich bin rechtsfuß, schieße mit links eigentlich. Schieße irgendwie mit rechts und klack. Ich wusste direkt, okay, es hat so einen Schub gegeben. Ich wusste, okay, das ist wieder gerissen. Ja, okay, und dann war es schon schwieriger, weil ich wusste, was ich da durchgemacht habe. Und brauchte erstmal richtig Zeit, auch so, boah. Aber hast du so auch in der Zeit so gedacht, so, boah, kann sein jetzt, Alter, klappt nicht mehr, oder? Naja, Mann, das Ding ist ja, dann hat mir bei Leverkusen mir einen Profivertrag angeboten. Als nach Motivation. Dem zweiten Kreuzbandriss. Ja. Das ist aber auch speziell, oder nicht? Ja, das war sehr speziell. Ja. Also als Motivation, auch einen sehr guten Vertrag auch so. Und die haben mal die Klausel gehabt, das kann man eigentlich sagen, dass ich Ende U19, dass die unterschreiben können. Ich habe den schon unterschrieben und Ende U19, März oder so, die Saison ging bis Mai, Juni. Im U19 immer und die konnten dann im März die Option ziehen. Okay. Für 2 Jahre, für 3 oder 2 Jahre, weiß ich. 2, glaube ich. Okay, und dann ging es bei mir bergauf. Alles auseinandergenommen. Letztes Jahr A-Jugend. Ich habe 27 Spiele, 27 Tore oder 28. Ja. Youth League 11 Tore. Ja, und ich hatte sehr, sehr viele Angebote. Mhm. Ja, und dann hat Leverkusen die Option gezogen im März, dass ich dann 3 Jahre Profivertrag bekommen habe. Ja, und dann ging es los. Ich wollte erst eigentlich bei Leverkusen bleiben, aber dann kam Chicharito, Stefan Kießling. Ja. Jeder hat ja mal über Kießling so ein bisschen so, ja, okay, klar. Okay, aber wenn man den Ball 100 Meter schießt, der holt dir den mit der Brust runter. Also das war der Tier. Also Leute haben ihn, glaube ich, schlechter wahrgenommen, als er eigentlich wirklich ist. Er hat jedes Jahr 15, 20 Tore geschossen. Der war also in der Luft ein Monster. Monster, ja. Dann kam noch Chicharito, ja gut, dann brauchst du gar nicht anfangen, so kriegst du keine Chance. Aber hast du das auch so wahrgenommen? Ja, Mann. Weil ich kenne das ja schon, wenn man so jung ist, so man denkt so, Digga, was die da machen, so das, was Pat ja auch gerade auch gesagt hat, so, Digga, das kann auch jeder, du guckst die im Fernseher an, du denkst, ach komm, Alter, wenn ich mit denen spielen würde, ich würde auch 5 Tore schießen, so gefühlt, so, weißt du? Du musst erstmal kommen, du kommst dann zum Profis. Bei mir war das so, ich war in der Schule, habe ich einen Anruf bekommen von dem Trainer damals, der ist verstorben. So, du bist jetzt bei den Profis und dann 3 Tage Training und dann spielst du Benefitspiel Ende der Saison gegen Koblenz. Und da war auch damals unser, der war Co-Trainer Peter Iballa, der war damals unser eigener Cheftrainer. Da war das erste Mal. Ja, stand schon mit Emre Can, Ballack war noch da. Boah. Ballack, Bro. Hüb hier hinten drin. Alle noch da, ne? Ich so, okay, war ich links außen. Ich habe super trainiert. Ich war boah, wie befreit. Also, ich hatte richtig Lust. Das Geile war, ich war in der Schule, krieg einen Anruf, geh raus, komm rein und lache. So. Lehren so, was ist los? Ich bin bei den Profis, Mann. Ja, und dann so hat das alles, dann habe ich das Spiel noch gemacht, kam ich rein, 2 Tore gemacht beim Profis als Spiel. Also es war richtig. Also einfach so erstes Spiel, super direkt Auftakt. Mit Michael Ballack gejubelt und so gefühlt. So. Ja, der hat nicht mitgespielt, aber da haben schon viele gespielt, Castro noch und so. Castro, Maximum-Spieler. Boah, Gonzalo Castro, ja. Ja, und ja, so hat es dann gemacht. Dann war halt Ende U19, so, dann haben wir gesagt, was machen wir, ne, so. Ich habe dann halt einfach realistisch gedacht, ich werde nicht spielen. Dann haben gesagt, okay, machen wir eine Leihe. Dann bin ich eigentlich 2 Jahre nach Paderborn ausgeliehen worden, weil die sind von der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen und unser Ziel war wieder in die erste Liga hochzukommen. Ja, abgestiegen. Ja. 4 Trainer gehabt, erste Profi-Jahr, ich hatte 4 Stürmer vor mir, alle gestandene Profis, Saglik, Lakic, Proschwitz. Trotzdem war ich so, ich war immer ein Spieler, ich habe mich gewehrt, ich war nie Angst oder so und habe auch einen großen Mundwerk gehabt früher. Das war ein bisschen mein Problem. Und dann. Der erste Trainer hat auf mich gestanden, aber hat dann die Älteren spielen lassen. Ja, und dann lief es nicht. Ja, dann kam Effenberg und das war komplett 180-Grad-Wendung bei mir. Der hat mich total gepusht, hat mich einmal bei der zweiten Mannschaft spielen lassen, kam das Gucken und hat zu mir gesagt, du bist jetzt mein Spieler. Ja,
hat dann aber trotzdem erstmal die ersten Spiele so nicht von Anfang an spielen lassen, aber dann kam ich immer rein als erster Einwechselspieler. Ich habe 7, 8 Spiele, glaube ich, gemacht bei ihm dann. Ja, und dann in Paderborn sehr klein, da durfte ich keinen Fehler machen als Effenberg, dann stand sie jeden Tag in der Zeitung. Ja. Da war vorher waren 3 Leute Training gucken, auf einmal waren 100 Leute gucken wegen Effenberg nur. Ja, und dann ist er rausgeflogen und dann von jetzt auf gleich war ich auf einmal unsichtbar für den Verein. Krass. Ja, ja, und dann sind wir abgestiegen. Und, also jetzt dritte Liga? Oder in die dritte, ja, aber ich hatte eigentlich 2 Jahre, aber bei Abstieg ist der Vertrag aufgelöst. Ja, dann bin ich erstmal zurück. Und ich hatte noch 1, 2 Zweitliga-Angebote. Mhm. Aber du weißt, wie das manchmal ist. Dann denkst du, okay, jetzt nochmal zweite Liga, so gehen wir vielleicht. Aber wie hast du so, also du musst jetzt nicht sagen, wie viel Geld du verdient hast, aber wie bist du mit dem Geld umgegangen? Hast du da schon so ein bisschen für deine Zukunft geguckt oder war dir das egal? Ich habe schon gut verdient. Also ich hatte immer noch Leverkusen-Vertrag gehabt. Mhm. Wurde halt immer dann so ausgeglichen. Yeah. Sorry. Ja, ich habe schon gelebt, aber auch immer so ein bisschen noch beiseite gemacht. Also das kann man schon sagen. Aber ja, also alles in Ordnung immer noch so. Ne? Nee. Aber ganz kurz nochmal zu dieser Paderborn-Geschichte. Du hast jetzt auf einmal so einen Trainer, der auch gar nicht auf dich stand. Du kommst jetzt aus Leverkusen, hast jetzt Stürmer vor dir, wie du eben gesagt hast, Chicharito etc. Kommst jetzt nach Paderborn, wo du da gestandene Männerfußballprofis hast so. Und du kennst das ja eigentlich so gar nicht so jetzt vielleicht auch, weil du bist, also so wie ich das jetzt eingeschätzt habe, oder das kannst du ja auch nochmal sagen, du bist ja bei Leverkusen, dein Jahrgang, alle Jahrgänge darunter, alle Jahrgänge darüber, du warst ja Nonplusultra. So, wie war das dann, als du dann in eine Kabine kommst, so von Zweitliga-Profis, wo du dich ja theoretisch eigentlich gar nicht siehst, also du dich selber jetzt, dann zu akzeptieren, so, ey, warte mal, da sind so wirklich sogar noch Leute, die haben vielleicht sogar mein Niveau, sind vielleicht sogar besser oder vielleicht vom Verein oder vom Trainer einfach höher gerankt. Was macht das so mit seinem Selbstvertrauen so? Ja, es war schon schwierig manchmal, weil ich immer gewohnt bin zu spielen, die ganze Jugend immer oben zu stehen. Ich kannte nicht verlieren, weil Leverkusen war... Gewinnen, wenn du verloren hast in der Jugend, in den unteren, hast du keinen Ball gesehen eine Woche. Ja. Und dann war das erstmal auch dann so persönliche Niederlagen so erstmal. Es war schon schwierig manchmal, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum du einfach, ich kannte nicht im Kader sein. Dann warst du einfach manchmal nicht im Kader und hast dich gefragt, warum? Hast dann sonntags Spielersatztraining, hast wieder alles auseinandergenommen, warst nächste Woche dann, man sagt ja, Spielersatztraining ist das Training für die, die nicht spielen, wo der Trainer richtig hinguckt. Ja. Da auseinandergenommen, aber dann warst du trotzdem manchmal nicht dabei. Und das war schon schwierig so, weil ich war 17, 18, aber ich habe trotzdem immer weitergemacht, glaube ich. Und irgendwann, wie gesagt, dann kam Effenberg und der hat mir das Vertrauen gegeben, weil er gesehen hat, was ich kann. Der war ja Weltspieler. Und ja, aber auch vom Typ her so, der hat auch zu dir vom Typ gepasst, so, weil er auch so einer war, der lautes Mundwerk hatte, sage ich mal. Ja, der war auch komplett ehrlich zu mir direkt. So, du machst das und das, sonst spielst du bei mir nicht. Mach das, dann spielst du. Habe ich gemacht, habe ich gespielt. Krass. Also direkt ehrlich. Ja. Und dann kannst du ja, wie hast du das denn in der Zeit wahrgenommen, als du dann so gesehen hast, ey, der Brazo ist jetzt bei Paderborn, vielleicht hast du ja gesehen am Anfang, der spielt vielleicht jetzt gerade mal nicht. So, wie war das so für dich? Du warst ja da noch bei Leverkusen, Bayern, ne? Ja, war mein letztes A-Jugendjahr. Ich habe mich erstmal richtig gefreut, so. Deshalb, weil ich habe auch gedacht, so Paderborn, ne? Wir haben darüber geredet, so ja, die wollen direkt hoch. Ich habe mir schon ein bisschen gedacht, so boah, zweite Liga ist wahrscheinlich auch viel Kampf. Dass so sein Spiel wird, aber ich dachte mir so, boah, ist für den super, ich glaube, wenn er da durchstartet, ne, dann kann das richtig abgehen, auch bei Bayer. So, und dann ist halt auch Fußball, ne, dann hast du halt Pech, wie er gerade gesagt hat, und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, so für die jungen Menschen, Leute, Spieler, so, wenn du aus dem NLZ kommst und du bist so wie er so top gerankt, dann, wie du gesagt hast, so zu Paderborn oder so, selbst wenn du richtig klar schon in der Birne bist, das ist so schwer, ne? Weil du kommst dann hin, denkst dir so, ey, wo bin ich hier? Ne? Ich war auch einmal nach A-Jugend Sandhausen Training, eine Anlage, wo ich mir dachte, zweite Liga hier? Ja. So, du hast bei Leverkusen, du hast alles, so, du hast einfach wirklich alles. Mhm. Und dann diesen Switch zu schaffen, so, okay, ich bin jetzt hier, ich spiele jetzt gerade sogar nicht, ich kenne das gar nicht, aber ich bleib geduldig, das ist so schwer. Aber als Torhüter ist es nochmal anders. Als Torhüter ist es nochmal viel anders. Dann gibt es auch viel weniger Plätze. So. Nee. Dann ist halt auch, was heißt in Deutschland, aber generell so, du musst schon, glaube ich, heutzutage eine gewisse Größe haben. So, da hatte ich eh immer dann ein bisschen Nachteile. Wie groß bist du? 1,83. Okay. So. Und war dann auch, bin ich dann auch ehrlich gewesen immer, war dann in den anderen Sachen nicht so gut genug, dass ich sagen konnte, okay, das kann ich wegmachen, wie so Jan Sommer oder dieser Penz jetzt, von der bei Leverkusen war jetzt Nummer 2. So, und dann war ich dann direkt in der Regionalliga.
Und da war halt immer Erfahrung, ne? Du kennst du auch. Ja. So, du kommst als 19-Jähriger, ja, dann spielt einfach der 30-jährige Torwart. Da kannst du im Training machen, was du willst. Der 30-Jährige spielt, es sei denn, der macht 15 Fehler und dann fängt der Trainer vielleicht an. Ah, ja, okay, vielleicht lasse ich den einmal spielen. So, das war so bei mir. Ja, nochmal auf Brazzo zurück, so, ja, das erstmal fand ich schon mega, so wie der sich nach den Kreuzbandrissen. Ne? Ja, Digga. Ich weiß noch, nach deinem ersten. Der hat mich angerufen, ja, ich bin normal zur Bahn gelaufen gestern, ich weiß, was los ist. Ich bin noch 2 Tage trainiert. Ja. Echt? Ja. Was? Mit dem Kreuzbandriss hast du noch 2 Tage trainiert? Ja, weil ich eine Muskulatur hatte, das, die Muskeln halten das ja so zusammen, sagt man immer. Ja, es gibt ja. Das ist doch unmenschlich. Und nein. Also, und nach 2 Tagen, ich hatte einen Ballon da hängen. Es ist ja so, dass der Schmerz von dem Kreuzbandriss, wo du außer Gefecht bist, kommt ja eigentlich erst nach der OP. Ja. Bei manchen knallt es richtig, da geht auch nichts mehr. Bei manchen hält die Muskulatur das noch so fest. Ja. Und ich habe trainiert, war nichts. Und dann, ich gehe zum Physio, ich habe so ein dickes Bein. Ich so, ey, was ist das? Der so, oh mein Gott, müssen wir MRT machen. Ja, und dann, ich, wie gesagt, ich wusste nicht, was es ist. Und ich habe noch nie Kreuzband gehört. Ja, Mann. Ja, jetzt bist du jetzt sind wir bei Paderborn durch. Ja. Du bist jetzt aus deinem A-Jugendjahr jetzt theoretisch fertig. Was auch noch vielleicht dazu... War dann so, ich war nach meinem ersten A-Jugendjahr oben da bei den Profis im Trainingslager mit dabei. Dann war eigentlich schon, man merkt das ja so, ne? Dann war so, okay, der wird es nicht schaffen so. Und plus, ich habe es auch selber gesehen, boah. Dann haben die ein junges Torwarttalent aus Polen geholt. Stimmt, ja. Der hat dann mit 16 A-Jugend gespielt. Mhm. So, und auf einmal war auch so die Frage einfach, ja, du spielst auch jetzt nicht mehr dein letztes A-Jugend, ja? Ja. So, und dann, wenn man jung ist, dann ist man noch so, ey, was soll das? So, ey, alle sind unfair, nur ich nicht. Ja. Ne? Das war dann für mich ein schwieriges letztes A-Jugendjahr. Hab immer noch ein paar Spiele gemacht, auch Youth League noch, zum Glück so. Und bin dann halt, ja, zum Glück noch in der Regionalliga gelandet. Aber damals war auch dann so, ja, okay, selbst, obwohl ich die Erfahrung hatte da beim Profi, dachte ich so, ja, okay, dritte Liga wird schon was kommen. So. Ja. Vielleicht, wenn ich Glück habe, dritter Torwart beim Zweitligisten, wird vielleicht noch was kommen. Denkst du, als Torhüter ist extrem viel Glück dabei, also extrem viel mehr als bei einem Stürmer vielleicht, weil ich nehme an, beim Stürmer kannst du ja eher zeigen, was du kannst. Ja. Man kann ja nur auf einen Torhüter setzen, ist ja schwer, dich zu zeigen. Ich finde, Qualität am Ende wird immer irgendwie durchkommen, egal was für einen Weg du hast, was natürlich, muss halt Glück haben. Ne? Ja, schon schwierig. René Adler, damals rote Karte, sonst hätte er nie ein Bundesligaspiel gemacht, egal wie gut der war, Neuer dasselbe. Ja. Ter Stegen hatte Lucien Favre damals nicht so dicke Eier gehabt und gesagt so, ey, der spielt im Derby sein erstes Spiel, wer weiß, was passiert. Ne? Deswegen ist, glaube ich, da nochmal, plus du kannst halt nicht eingewechselt werden, so 15, 20 Minuten, die fehlen einfach die Erfahrung. Deswegen ist das schon... Macht warum auch? Wenn du wechselst einfach ein Tor, dann macht keiner. Ja, also das passiert ja höchstens bei Verletzungen, wie du gerade angesprochen hast. Ja. Es gibt jetzt so 2 Beispiele, sage ich, im deutschen Fußball, wo es junge Torhüter gibt. Einmal Nübel, der ja dein Jahrgang auch ist. Mit dem hast du zusammen gespielt. 95er. Nee, 96er ist es, oder? Mit dem Paderborn gespielt. Genau, stimmt. Ja, da kannst du gleich auch was sagen. Der stand nicht im Tor. Der hat im Feld mitgespielt die ganze Zeit. Der wurde gar nicht beachtet. Echt? Ja. Wie alt war der denn? Das ist dein Jahrgang, ne? Was ist der? Nee, der ist 96 oder 95. 95 oder 96, ja. Der war dritter Torwart. Ja. Und der wurde erstmal gar nicht beachtet, so hat immer trainiert, der war schon ein super Torwart, ne? Aber halt, damals war Kruse da, war halt Paderborner Junge so da, ne? Ja, und aber Nübel ist ja auch Paderborner Junge, ne? Ja, ja. Kommt aber der ist dann, glaube ich, in der Vorbereitung gegangen, glaube ich. Ich hatte das nur mal gelesen oder gehört, so, wenn man so Torhüter, dann tauscht man sich ja aus, dass halt Breitenreiter damals war dann Trainer auch. Glaube ich, davor, ne? Ja, bei Paderborn, der war vor mir da, ja. In der Bundesliga. Und der fand den aber irgendwie immer gut. Dann wurde der bei Schalke Trainer und dann hat er einfach gesagt, Schalke hat einen Torwart für die zweite gesucht. Und dann haben die den geholt und dann... Aber man muss sagen, der war im Feld unfassbar gut. Echt? Ja. Ehrlich? Ja, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht, weil ich hab ja den Alex kennengelernt jetzt auch in Monaco da. Der ist auch ein unfassbarer Typ, ne? Also wirklich geiler Typ, der Nübel. Aber der ist ja auch, überleg mal, der war jetzt bei Monaco, da war der schon 24, 25 Jahre alt. Und da hat er halt schon Europa League gespielt, hat, war Stammtorwart bei einer Mannschaft wie AS Monaco, kam vom FC Bayern München, wo er dann diesen Schritt ja gemacht hat, sage ich mal, von Schalke. War der Kapitän nicht sogar bei Schalke? Ja. Der war sogar Kapitän noch bei Schalke. So, und das ist ja so ein Einzelfall theoretisch in dieser Generation. Ja. 90er Jahrgang, glaube ich, ist glaube ich fast der Einzige, der so früh, so lange auch schon auf so einem Niveau gespielt hat. Der spielt ja bei Stuttgart. Und dann ist er jetzt, das jüngste Beispiel ist ja jetzt Noah Tubulo jetzt von Freiburg, 2002er Jahrgang. Also wenn du eben gesagt hast, dass Lucien Favre dicke Eier hatte, dann hat Christian Streich auf jeden Fall die fettesten. Ja, wenn du da einen 19-Jährigen
in der Bundesliga als Stammtorhüter hinstellst und nicht bei einem Verein wie, ohne jetzt Vereine schlecht zu reden, aber jetzt ohne, nicht bei so einem Tabellenletzten theoretisch, die wissen, dass sie absteigen, sondern bei einem Verein, der eigentlich für Europa spielt. So, ja, ne? Deswegen ist da nochmal eine ganz andere, also theoretisch für mich ist immer so, eine Torhüterkarriere beginnt erst eigentlich so mit 25. Ja. Also theoretisch da, wo du aufgehört hast. Ja, aber ist extrem schwierig. Ne? Ja. Kann halt immer nur einer spielen. Ist aber wenn du jetzt, zurückguckst, würdest du was ändern oder würdest du alles genau gleich machen? Ich glaube, ich habe dann schon beim Regionalligisten immer so geguckt, kann ich von dem Geld so vernünftig leben? Ja. So, oder kann alle meine Rechnungen, Wohnung und so bezahlen? Hätte dann vielleicht damals so, weiß noch bei dir, nach Herkenrad, ne, für gefühlt fast nichts. Ja. Aber du spielst halt und kommst darauf, weil als Torwart nichts ist wichtiger als Spiele. Hm. So, und das hätte ich vielleicht ändern können, aber wer weiß, dann hätte man 7 Tore kassiert, dann kommt irgendein Trainer auf die Idee, raus. So, und dann stehst du auch da, ne? Ist halt auch für die Statistik dann als Torwart auch nicht so gut, wenn du dann theoretisch noch absteigst. Ja, das auch noch. 80 Gegentore. Oder dann nimmt sich auch theoretisch gar kein Regionalligist mehr gefühlt, so, ne? Das geht, gehört dann auch dazu. Dann ist deine Vita, die du dann halt hast, theoretisch mit einem Jahr schon fast kaputt, so. Ja. Aber das ist, also es gibt da so viele Parameter, ich weiß es auch nicht. Also wenn ich jetzt auf deine Karriere gucken würde, was ich jetzt anders gemacht hätte, boah, weiß ich auch nicht, außer jetzt vielleicht diese, es gibt ja jetzt diese neue Methode, wie man größer wird, da, dass man seine Beine verlängert. Ich habe überlegt, vielleicht nach Spanien mal zu gehen. Ja. Aber auch einmal ein Jahr, da war es ein bisschen konkreter, so, weil das wäre so genau mein Fußball gewesen. So. Torhüter sind da alle relativ klein, gut mit den Füßen. Vielleicht hätte es mal, ne, aber also ich glaube nicht so. Es hat am Ende einfach nicht gereicht, so von der Qualität, so, und dann muss man das akzeptieren und eine neue Leidenschaft suchen so, und da bin ich halt im Moment so mega glücklich, dass ich die so gefunden habe und dann nachhinein, glaube ich, ist dann auch immer ist einfach zu sagen, ja, hätte ich mal das, hätte ich mal das. Aber geil, auf jeden Fall auf diese Leidenschaft danach, dass du die jetzt so gefunden hast, da will ich auf jeden Fall gleich noch auf richtig eingehen. Aber wir sind jetzt, wo sind wir jetzt genau bei dir stehen geblieben jetzt? Wir sind jetzt bei Paderborn abgestiegen, ne? Vertrag aufgelöst. Also jetzt zurück theoretisch zu Bayer. Zurück zu Bayer, aber dann noch 1-2 Angebote aus der zweiten Liga gehabt. Aber du weißt, wie es ist. Früher hat man immer gesagt, geh mal eine Liga runter, mach mal einen Step zurück. Das gibt's nicht mehr. Das ist Quatsch. Ein Schritt zurück für 200 hoch. Wenn man so Fußball erfunden hat, gibt's nicht. Das ist der größte Lügner. Weil vor allem, bleib einfach in dieser Liga, dann kannst du den Step immer noch machen. Yeah. Ja, und ich gehe in die dritte Liga und bei Fortuna Köln. Coole Mannschaft, cooler Verein. Viel Tradition, kam sehr spät und hatten 3 Stürmer. Ich habe gespielt, 2 Spiele nicht, gespielt, 3 Spiele nicht, gespielt. Das war so ein Auf und Ab, aber mit allen 3 Stürmern. Mhm. Keiner hat so eine Form gefunden. Und wie war deine Form in dieser Zeit? Also wenn du spielst, hast du getroffen? Der Fußball hat mir gar nicht gelegen in der dritten Liga, weil es ging nur so hin und her und ich bin Kicker. Also, also ich kann auch einen Ball festmachen so vorne, aber jetzt nicht, wenn er bei mir 2 Meter hochkommt, dann ist nicht meine Qualität. Ja, und so haben wir halt leider gespielt. Und dann war Hinrunde vorbei. Ich habe 1 oder 2 Tore gemacht und komme zurück und verletze mich erstmal am Rücken, glaube ich. Bin da, glaube ich, 4-5 Wochen raus, komm wieder zurück, spiel 2 Spiele, haben gewonnen, dann bin ich raus und dann in Chemnitz komme ich rein, schieße 11 Meter, verschieße den und beim Nachschuss so Kreuzband gedehnt. Stimmt. Da dachte ich, wieder das dritte Mal ist durch, aber war nur gedehnt, Gott sei Dank. Aber da war schon im Bus dann noch von Chemnitz nach Köln, boah, wie lange bin ich gefahren, 7 Stunden mit dem Gedanke, boah, das Ding ist wieder durch. Da habe ich schon gedacht, boah, ist vorbei so, weißt du ja, wie das ist, boah, dann die Fahrt noch, boah. Einfach nur geheult. Einfach und 7 so. Stunden gefühlt, ne? Ja, Mann, das hat nicht aufgehört. Boah. Dann komme ich zurück, und dann war die Saison, kam ich wieder so rein, kam aber nicht mehr so mit den Knie wieder so rein, war mal gespielt wieder, dann mal nicht. Ja, und dann hatte ich ja noch ein Jahr bei Leverkusen, dann stand fest, dass ich zurückgehe. Ja, habe ich Vorbereitungen gemacht, eine Woche. Lief auch eigentlich ganz gut, aber dann wurde mir halt gesagt, wir planen nicht mit dir, weil auch andere Stürmer da waren. Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. Da habe ich mich gar nicht mehr befasst damit, weil ich dann einfach schon weg. Schon weg war. Ja, und dann hatte ich das sehr lange gezogen.
dass dritte Liga schon zu war mit dem Verein. Mhm. Dann bin ich damals zu Viktoria Köln, vierte Liga dann. Also musst du dir so vorstellen. Also Köln, von erster Liga in vierte Liga eigentlich. Es gibt in Köln drei Vereine. Es gibt einmal den ersten FC Köln, das ist so der Verein. Dann gibt es Fortuna Köln damals, war Fortuna Köln über, also von der Tradition her ist Fortuna Köln der zweitgrößte Verein. Ja. Die haben auch lange Bundesliga gespielt und danach kommt Viktoria Köln, die vor allem jetzt in der Bayern München der Regionalliga genau sozusagen, so. Ja, war damals. Auch, die sind unfassbar in der Regionalliga gewesen, auch viel Geld gehabt, also haben immer noch viel Geld, eine krasse Struktur im Verein und so. Ja, und dadurch sind die jetzt in die dritte Liga gekommen, sind auch, glaube ich, jetzt auch gerade gut. Ja. Und werden sich auch da wahrscheinlich auch halten, hatten aber auch immer schon Spieler halt. Davon kannst du ja jetzt erzählen. Ja, also wir hatten einen super Kader, also das waren so viele, die hätten locker dritte Liga, zweite Liga spielen können. Ich kam erst zum 7., 8. Spieltag. Da haben die schon 6-mal gewonnen, glaube ich. Ja. Dann war auch schwer reinzukommen. Und das war die ganze Saison so. Wir waren Erster, Zweiter die ganze Zeit. Ich kam mal rein, hab mal gespielt, dann wieder rein. War gar nicht in Form. Und aber körperlich oder warst du mental eher nicht mental in Form? Mental war ich nicht in Form. Also war weil das ist ja, was du ja gerade gefragt hast. Du musst dir vorstellen, wie du gesagt hast. Ja, genau. Von oben nach unten. Und ich hab's einfach zu dem Zeitpunkt, ich war so, ich hab's nicht verstanden. Ich habe das immer mit anderen Sachen so versucht zu löschen aus meinem Kopf. Mhm. Aber ging nicht, wenn du dann zum Training gekommen bist oder auf der Bank sitzt. Ich saß manchmal auf der Bank und habe mir gedacht, ey, du sitzt jetzt gerade in der vierten Liga auf der Bank. Aber, sorry, wenn ich jetzt unterbreche. Wie war es dann so, man sagt ja immer so, man vergleicht diese Ligen, aber wie krass war denn überhaupt der Unterschied, wenn du drin bist? War der so krass? Also in der zweiten Liga, wenn ich einen Ball angenommen habe, habe ich auf jeden Fall mehr Zeit gehabt als in der Regionalliga. Ja. Mhm. Weil in der Regionalliga ist viel, gerade bei Viktoria damals, da war der Gegner nochmal übermotiviert, weil jeder wollte gegen Viktoria gewinnen und immer direkt am Mann Pressing getreten. Und in der zweiten Liga ist viel mit Erfahrung, Räume zumachen, Passwege zumachen, da greift nicht jeder direkt an. Ich habe damals in der zweiten Liga gegen Leipzig gespielt, gegen Halsenbeck hinten habe ich rechts außen gespielt. Ja, ich konnte auch jeden Ball annehmen. Bin auch 1-1 gegangen. Mhm. Das war in der Regionalliga, hast du den Ball angenommen, direkt hast du einen bekommen. So. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Vor allem sind die Spieler halt, was ich halt finde, in der Regionalliga von der Qualität her sogar gar nicht mal so viel schlechter als in der zweiten Liga. Oder also für mich ist es sogar so, du kannst jeden Spieler aus der vierten Liga in die zweite Liga stecken, also der vernünftiges Niveau hat. Es gibt noch natürlich Spieler, die in der vierten Liga spielen, die da zu Unrecht spielen eigentlich. Mhm. Aber der da zu Recht spielt, der kann auch für mich, also muss zweite Liga spielen können theoretisch. Aber dann sind halt vielleicht im Kopf so ein paar Sachen, die du dann halt auch mal besser machen kannst oder sind abgebrühter. Das siehst du halt dann so bei, wenn du wirklich mit Profis trainierst, die wissen halt genau, was sie können. Ja. Regionalliga ist so mehr, viele Leute versuchen aus Schwächen ihre Stärken zu machen. Ja. Sind eigentlich die langsamsten Spieler, aber wollen dann 10 Leute ausdribbeln. So. Das sind dann so, die können es halt ein bisschen schlechter einschätzen. Das ist so meine Einschätzung. Ja. Aber ja, und dann war einfach mein Kopf war kaputt. Also ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. War auch manchmal so eine Phase so, boah. Heute Training so, ich kann nicht so, mein Körper war so, es ging nicht mehr so weiter, so ich war richtig formtief, körperlich war okay so, aber Kopf war kaputt. Aber würdest du da so sagen, weil du hast ja schon gesagt, du hast so mit 13, 14 schon dieses eine Ziel, das war ja, bei uns allen so, dass wir gesagt haben, ey, wir haben das eine Ziel so und das, würdest du sagen, dass du dann, als du da angekommen bist, zum ersten Mal so dein Ziel aus den Augen verloren hast? Ja. Ja? Bisschen. Okay. Aber ich habe mir dann immer noch so gedacht, okay, ich habe in Köln gewohnt, da sind viele Sachen, wo du auf eine falsche Bahn kommen kannst. Ja. Und da habe ich halt mir dann gesagt nach der Saison, so, du musst mal weg hier, komplett weg. Also Köln, Freunde, alles weg, weg. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, am Ende der Saison noch bei Viktoria. Es ging alles schnell, wir haben schnell geheiratet und sind dann nach Berlin. Also dann zum BFC Dynamo. Ja, stimmt. Und ich kam auch spät, die waren letzter Platz und dann lief nämlich Bombe die Hinrunde. Also ich habe 9 Tore direkt gemacht. Boah, ich weiß und war direkt so wieder im Fokus. Hatte wieder, war bei Drittligisten im Gespräch im Winter. Denkst du, der Wechsel in eine andere Stadt und alles hat dir viel gemacht? Auf jeden Fall. Und meine Frau auch, die hat mich schon wieder, also ich war mental schon schwach zu dem Zeitpunkt, die hat mich schon wieder gestärkt. Und dann war ich in Berlin, wir waren so in einer Riesenstadt, alleine, für uns alleine, wir kannten niemanden, wir hatten nur uns und deshalb warst du so für dich alleine so. Ja. Und das war für mich richtig gut, glaube ich. Und dann lief die Hinrunde super und dann wurde ein Trainerwechsel
im Winter gemacht. Der hat seinen Stürmer mitgebracht. Mhm. Und von jetzt auf gleich habe ich nicht gespielt. Krass. Ja, und hast nicht dann, es war doch dieses Jahr, wo du doch in einem Spiel diese 4 Tore da gemacht 5, hast. 5, ja. Ja, 5. Ja. Und dann kommt ein Trainer und der sagt dir, du spielst nicht. Ja, ja. Ich in einem Spiel 5 Tore. Vielleicht 10, 11 Tore hatte ich, glaube ich. Und dann habe ich immer so... Wir haben um Abschied gespielt, immer so gegen die Gegner gespielt, wo es drauf ankommt, so wir müssen heute punkten. Ja. Und dann treffe ich und dann bin ich 2 Spiele auf der Bank, 90er. Komme ich wieder rein, mache ein Tor, wieder auf der Bank. Boah. Ja, okay. Dann denkst du halt so, will er mich verarschen? Ja. So, wie war das Verhältnis mit diesem Trainer? Ja, ich hatte eigentlich nichts so mit ihm. So. Er anscheinend auch nicht, aber er hat halt seinen Stürmer und wollte das, glaube ich, durchdrücken, so, dass bis er mal trifft. Mhm. Leider hat er nicht so getroffen, leider. Und ja, eigentlich hatte ich noch ein Jahr Vertrag. Aber ich sage so, nee, ich muss, geht nicht so, weil das passt halt nicht und ich will spielen und so. Ja, dann bin ich halt gewechselt nach Erfurt in dieselbe Liga. Aber nach Erfurt ist auch nochmal ein Traditionsverein. Ja. Geile Fans und super. Also super Mannschaft, wollten auch aufsteigen. Lief nicht so gut am Anfang, also für die Mannschaft und so. Ich hab gespielt, Tore gemacht. Ja, und dann wieder was Neues im Winter, Insolvenzverfahren. Ne? 3 Monate kein Geld bekommen. Uns wurde immer gesagt, ja, wir haben jetzt einen Investor. Mhm. Wir haben einmal schon alles eingepackt. Und dann, weil die uns dann gesagt haben, ey, es geht weiter, wieder alles ausgepackt. 2 Tage später, ist vorbei. Okay, dann kam noch, ich wusste nicht wohin erstmal. Und ich wollte eigentlich wieder zurück, damals echt zu Fortuna Köln. Mhm. Also es war konkret. Aber ich habe mir halt gedacht so, boah, ich war schon mal da und keine gute Erfahrung gehabt so in dem ganzen Jahr dann so mit Verletzungen und so. Mhm. Nee, mach das nicht. Ja, dann bin ich so im Notwechsel zu Berliner AK, nach Berlin wieder zurück. Boah, es war auch reif. Direkt Wohnung bekommen mit Glück. 3-mal am Tag hin und her Wohnung fertig gemacht. Wir waren immer so... Wir beide, also meine Frau und ich, am einen Tag die Wohnung fertig machen. Wir konnten das nicht eine Woche ziehen oder so. Hm. Also richtig verrückt. Ja, gesagt, mit ihm genauso. Boah, richtig verrückt. Und ja, und dann 2 Monate da gewesen, ein Spiel gespielt, dann bin ich mich wieder verletzt am Rücken. Und dann kam Corona. Stimmt. Dann war vorbei, unser Betrieb wurde eingestellt. Welche Liga war das da? 4. auch. 4, okay. Ja, wurde eingestellt und ich war aber... Dann schon wieder bei uns in der Heimat in Aachen. Also, damals, wir hatten keine Wohnung hier in Aachen, wir waren in Düsseldorf bei den Schwiegereltern. So, und dann habe ich echt überlegt, so, was machst du jetzt? Ne? So, also, zu dieser Zeit war gar kein Fußball für dich? Nee, gar nichts. Wir haben Trainingspläne bekommen, habe halt gemacht. Aber ich war echt in Zeit so am Punkt angekommen, so, ey, machst du das jetzt jedes Jahr, ein Jahr von Stadt zu Stadt? Hast du da Bock drauf? Mhm. Und du hast den Fußball, ich habe die Lust am Fußball verloren, ehrlich gesagt. Weil. Erfurt Insolvenz, Kind bekommen, Verein tot, dann gehst du nach Berlin, dann kommt Corona. Mhm. Junge, was war das für ein Jahr, habe ich mir gedacht. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, von jetzt auf gleich, abends weiß ich noch im Zimmer, so Schatz, Schluss, ab nach Hause. Ich finde hier schon was. Es geht nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf und das macht doch keinen Sinn. Wir haben eine Wohnung gesucht in Aachen, eine irgendwo in Aachen bekommen, weil damals gab es ja keine Wohnungsbesichtigung. Mhm. Durfte man ja nicht. Haben wir irgendeine Wohnung außerhalb genommen, die, wo wir gar nicht hin wollten. Aber ich wollte einfach wieder in die Heimat. Ich wollte einfach meine Familie um mich haben und Heimat. Haben wir eine bekommen. Ja, und dann kam das mit FC Düren zustande. Stimmt. Aber was wir jetzt noch ein bisschen übersprungen haben, ist ja, du hast ja deine Tochter bekommen. Das war ja theoretisch das einzige Positive, was du dann in dieser Zeit auch hattest. So. Gott sei Dank. Das kommt jetzt so rüber, als hättest du jetzt so eine Tochter. Das wäre jetzt auch was Schlimmes gewesen. Aber es war ja, ja auch was sehr, sehr was schön dann für dich war, was dich ja theoretisch dann auch gerettet hat oder was dich auch vielleicht auch zum Nachdenken auch gebracht hat. So, ne? Ja, weil was man halt häufiger hört, ist, wenn man dann so ein Kind auf einmal hat, dass man dann wirklich so darüber nachdenkt, jetzt lebst du nicht mehr nur noch für dich so. Diese ganzen Reisen, ein Jahr hier, ein Jahr da, das kannst du selber machen, so, wenn du alleine bist, so theoretisch, noch jung, Student oder was auch immer bist. Aber wenn du jetzt ein Kind hast, du jetzt eine eigene Familie hast, dann ist ja auch eine ganz andere Existenz, die da mitspielt. So, ne? Wie war das denn dann so? Du hast ja gesagt, dass okay, jetzt ist der Schluss. War das auch ein Grund dann dafür? Ja, auf jeden Fall. Also sie kam halt zur Welt dann, aber das Gefühl ist, habt ihr bestimmt schon öfter gehört, das ist unglaublich. Also, schwanger, Frau, denkst du, alles schön und so, Kind, packst du im Bauch an, aber wenn das Kind auf deinen Arm ist, ist geisteskrank, kriegst du immer noch Gänsehaut. Aber auch die Bindung zu deiner Frau wird ganz anders. Mhm. Du weißt, das ist die Mutter von deiner Tochter. Ja. Und ja, das, wie gesagt, das war manchmal war dunkle Tage halt so, weil dann kam Insolvenz und so, und dann, aber du kommst dann nach Hause, siehst die Kleine, du lachst wieder und denkst dir so,
irgendwas, das hat was zu sagen, sie lacht, so irgendwas passiert, es wird wieder besser. Mhm. So denkst du halt. Wäre ich das vor 2-3 Jahren, da wo ich in Victoria, wäre für mich Knockout vorbei, gewesen. Ja. Ich hätte gar nicht an sowas gedacht, aber die hat uns echt gerettet. Krass. Ja, und das hat mich auch dann sehr zum Nachdenken gebracht, dass wir ab nach Hause gehen und erstmal runterkommen, Corona, und dann gucken wir erstmal. Und dann kommt die Dürenzeit, aber die Dürenzeit, das will ich danach kommen, wenn Pat da ist, weil dann kommt ja die gemeinsame Zeit dann von uns. Jetzt kannst du dir aber erzählen, als du dann nach Gladbach kein Spiel gemacht, aber trotzdem ja immer noch mit dem Kopf da, weil du bist ja jetzt nochmal näher dran an den Profis oder an diesem Profigeschäft wieder als bei Homburg jetzt, weil du das ja jeden Tag jetzt siehst, wenn du bei Gladbach bist. Ja. Wie ist es denn jetzt für dich so, okay, du bist jetzt bei Gladbach, du weißt eigentlich, diese Jungs, mit denen du da, oder der Moritz Nikolas, der jetzt da Torwart ist, theoretisch, du hast früher jedes Spiel gefühlt gegen den gewonnen, so als Beispiel jetzt. Ja. So, ne? Diese ganzen Gladbacher, ihr habt die alle in der Tasche gehabt, sage ich jetzt mal. So, wie war das dann für dich, als du dann da angekommen bist, 2-3 Jahre später, und da jetzt auf einmal den Trainingstorwart von der zweiten Mannschaft bist? War auch wieder so vor Augen geführt, so, das ist jetzt die Realität. Ne? Mhm. Wir waren einfach besser, da war auch unfassbares Trainingsniveau. Mhm. Also wirklich technisch so, ist ja Gladbach auch viel bekannt. Ja. Die haben alle eine Wahnsinnstechnik gehabt, wo ich sage, ich habe eigentlich immer eine Top-Technik gehabt bei Leverkusen oder der Regionalliga, aber die waren alle top. Mhm. Ja, und dann habe ich gesehen, einfach, ja, Moritz ist top, so. Das wird nicht mehr, ne? Mhm. So, und dann wurde mir auch relativ früh gesagt, so, okay, wir verlängern in einem anderen Konstrukt, so, für dich ist hier Ende, aber ich habe mich immer gut verhalten, so, deswegen habe ich da auch immer noch ganz gute Kontakte. Und dann kam der Wechsel nach Oberhausen. Auch Traditionsclub. Ja, ja. Regionalliga. Muss man auch ehrlich sagen, so, das ist auch ein Thema Regionalliga. Ich habe einfach kein Spiel gemacht. Mhm. Vor das Jahr. Die haben wahrscheinlich einfach Transfermarkt geguckt. 12 U-Länderspiele. Okay, komm, nehmen wir. Ja. So. Ja. Und dann wahrscheinlich ankommen, oh, der ist ja gar nicht 1,86 wie bei Transfermarkt steht. trotzdem dann da gewesen. Kam da auch etwas später sogar. Da war Robin Udegbe. Also, ja, stimmt. So, ja, Torwart-Legende, Regionalliga. Ja, der war auch 33 oder so zu dem Zeitpunkt. Auch gar keine, ja, ich fand mich besser so. Mhm. Hat dann auch noch immer so einen Ehrgeiz in mir, so, ich will trotzdem spielen, egal auf welchem Niveau das endet. Aber Trainer wollte einfach den Erfahrenen haben. War dann Ende des Jahres, lief es aber nicht so gut. Er hat auch immer wieder gepatzt und dann hat Mike Terranova, damals der Trainer, mich spielen gelassen. Mhm. Und einfach dachte ich mir so, war auch dummes Gedenke damals von mir, war einfach damals gegen Dortmund 2. Mhm. Dann war einfach Stürmer Ishak, Alexander Ishak, auf 10 dieser Sergio Gomez. Ja, yeah, Mann, stimmt. Gegen die habe ich auch, das war dasselbe Jahr, da habe ich auch gegen die gespielt. Ich habe gegen Sancho in dem Jahr gespielt. Stimmt, Sancho kam auch manchmal runter da in dem Jahr. Und ich dachte mir so, und das war letztes Spiel der Hinrunde, dachte ich mir so, boah, ich kriege jetzt die Chance gegen diese Mannschaft. Und das letzte Spiel in der Hinrunde. Das heißt, wenn ich jetzt top spiele, so, wer weiß, was wieder passiert. Ja, hab dann auch gut gespielt. Ja, kam, wie es kommen sollte. Dann hat der Udegbe irgendwie Nummer 2 oder 3 Angebot von Oeding damals, dritte Liga bekommen. Mhm. Ist da hingewechselt, kam alles schon zu mir, ja, endlich. Weil ich war immer gut in der Mannschaft, so, du spielst und so, geil mit den Füßen. Ja. Und dann neuer Torwart vorgestellt. Ich dachte, wer war das okay, nochmal? Kommt irgend so ein Junger vielleicht, so Konkurrenzkampf, Daniel Davari. Stimmt. Hinrunde noch 10 Ligaspiele, zweite Liga gespielt und kam dann in die Regionalliga, weil er da in der Region bleiben wollte. Da dachte ich mir so, ja okay, so vielleicht immer noch was alle feiern, so mit meinen Füßen, gutes Aufbauspiel, das kann ich durchbringen. Erste Training, ich sehe Dropkick mit rechts, Dropkick mit links, rechts rausgespielt, links rausgespielt, ich sehe okay, alles klar. Und ja, dann kam auch Corona, so, und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe Sportmanagement da schon in meinem ersten Jahr sogar angefangen, aber halt immer so, ja, hast du gerade Lust, hast du nicht Lust, so studiert und habe dann gesagt, boah, suchst du irgendeinen Oberligisten, 18 Uhr nur Training, habe vorher immer vormittags trainiert, plus ich wollte auch in Köln bleiben, weil ich auch so fast so gleiche Zeit so meine Freundin kennengelernt habe, wollte in Köln bleiben, habe dann auch ähnlich gesagt, so, ja komm, ich will einfach hier in der Nähe irgendwas suchen, was vernünftig ist, so, wo ich Spaß habe und wo ich meine Uni fertig machen kann und dann schauen. Ja, Mann. Und dann sind wir alle in Düren gelandet, beziehungsweise mein Gespräch war, kennen wir alle da beim Ike, ein bisschen an der Bar,
da war meine, so mein Vertragsgespräch und dann meinte der sportliche Leiter damals, ja, wir haben hier eine richtige Granate, wollen wir holen aus der Regionalliga Nordost, der kommt hier aus Aachen. Ich dachte so, warte mal. Marc Brasnic? Ja, weißt du was, geht das hier schon rum? Ich so, nee, aber wir kennen uns relativ Passt gut. Kennst du ja, einfach gut. Schon seit 10 Jahren. Angerufen raus, wie, du auch nach Düren? Ja, und Das war der Startschuss von Düren. Ja. Das war der Startschuss. Das war echt der Startschuss, ne? Aber krass, weil das ist ja so ein krasser Kontrast, weil Corona hat uns ja alle in dieselbe Situation theoretisch gebracht und alle dann auch zum selben Verein am Ende. Und dich ja komplett in eine ganz andere Sphäre, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, so. Bei dir war ja Corona, wenn du das jetzt so hörst, wie fühlt man sich dann theoretisch, was Corona mit theoretisch uns so gemacht hat und was Corona dann theoretisch mit dir gemacht hat. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass es mich gepusht hat, aber ja, so bei mir war halt, bei mir ging es da halt krass ab, so weißt du. Okay. Obwohl jetzt halt diese ganze Reisen einschränken, sage ich mal, war schon hart. Man musste ja da, ich war oft in Spanien da, da musste man 20 Formulare ausfüllen gefühlt. 20 Corona-Tests, hier Nase rein, dann Mund und es war schon hart. Ja. Ja. Aber krass, Digga, das ist einfach unsere ganzen Geschichten einfach wegen Corona, weil das war ja genau zu demselben Zeitpunkt, hatte ich auch meinen Kopf, wo ich gesagt habe, Alter, nee, Digga. Alle keinen Bock. Weißt du was, Digga, lass mal diese ganze Kacke. Boah, das war so schlimm, Mann. Ich war ja zuletzt dann, habe ich ja eben gesagt, in Koblenz, das war ja auch dann Südwest und dann habe ich auch gesagt so, Digga, ich will einfach nur nach Hause, Köln, guck, was es da gibt und dann gab es eine Adresse, die dann theoretisch irgendwie gefühlt jeden Regionalligisten, der so aus der Region. Und Düren ist auch vierte Liga dann? Jetzt. Ja. Damals fünfte. Damals fünfte. Okay. Also musst du theoretisch, wenn du jetzt die Chronologie weitergehst, von erste bis in die fünfte dann theoretisch gegangen. Mhm. Ich bin dann von der vierten in die fünfte, du bist von der vierte auch in die fünfte. Ja. Oh, aber ich sag dir ehrlich, Das war keine fünfte Liga. Also du musst dir das so vorstellen. So All-Star, ja. Bro, wir hatten 3 Spiele. Meisterschaftsspiele hatten wir. Ne, 4, ne? 3 oder 4 hatten wir. 3 um Bayern. Drei um Bayern, weil einfach jede Mannschaft gegen uns die Spiele ausfallen lassen haben. Ich wüsste, ey. Die haben einfach gesagt, wir wollen die Spiele verlegt. Bruder. Ja, die haben sich wahrscheinlich die Vorbereitung angeguckt. Also Vorfair haben die gemacht, dann so mäßig oder wie? Ja, die haben dann damals, war ja noch mit Corona, haben dann gesagt, ja, wir haben 15 Verdachtsfälle, wir können nicht spielen am Wochenende. Dann wurde das Spiel ja direkt verlegt. Ja. Ach, verlegt, okay. Locker 4 Spiele haben die verlegt. Bro, andere Mannschaften hatten 10 Spiele, als wir 4 hatten oder 3. Ja, und dann? Ja, guck mal, also das ist jetzt einfach wir kamen so erstmal alle dahin. Genau, so. Dann haben sich erstmal gefühlt. Ich kam ja als letztes sogar. Stimmt. Ich kam sehr viele zusammen. Spieler dazu von Leverkusen-Jugend. Ja. Köln-Jugend. Ja. Bonner SC komplett theoretisch. Bonner SC. So, ja. Wir kannten uns einfach alle. Ja. Jeder kannte so. Wenn ich jetzt der neben mir rechts sah, ich kenne einfach seine Familie, so. Ich kenne seine Freunde, ja. So, das war wie eine Familie so. Ja. Das war auch seit Tag 1, ich hatte das noch nie so. Also mir wurde auch schon damals gesagt, also, wo ich da hingegangen bin, hat mir wieder einer gesagt, mach mal einen Step zurück und dann guckst du, aber dann greifst du nochmal an. Ne? Ich so, okay, mach ich. Ne? Aber es war bei mir diesmal nur, weil ich einfach nur noch Spaß am Fußball haben wollte. Also hast du da aber den Traum schon aufgegeben oder? Nee. Ich wusste einfach, dass Regionalliga keinen Sinn macht. Und zu dem Zeitpunkt gab es 3, 4 Beispiele, die in die Oberliga gegangen sind und dann in die dritte. Und ich hatte auch das im Kopf. Hätte ich eigentlich auch machen können, aber dazu kommen wir noch. Ja, und dann haben wir uns alle getroffen zum Training, 18 Uhr. Einer kam 18.10 Uhr, einer 18.15 Uhr. Ja, ich stehe im Stau, ja, kein Problem. Ja, und dann haben wir gespielt, dann kamen ja 3 Spiele, gewonnen alle natürlich. Und dann kam Bayern München, ne? Auf dem Trainingsplatz da und Sky da und so, wie auf dem falschen Platz. Ja. Wow. Also für mich war das auch krass. Ich weiß nicht, wie ihr das damals wahrgenommen habt. 2-mal noch trainieren vom Spiel. Ja, Mann. Aber für mich war das schon krass, als das dann angefangen hat, wo dann jeder wusste, wir spielen gegen Bayern. Dann hat ja wirklich Sky zu uns zum Training gekommen. Ich habe also gar nicht mehr trainiert. So Sky Sport News HD, so das, was du von den Bundesligisten kennst, die kamen zu uns zum Training und haben uns da gefilmt. Ich dachte mir so, Digga, was ist denn jetzt los? In diesen Kabinen. In Kabinen? Bruder, du sitzt da so. Eigentlich willst du sagen, ich habe einfach ein Loch in der Wand, da so kam Wind durch. Bruder, film mich jetzt nicht. Keiner weiß, dass ich hier spiele. Keiner weiß, dass ich hier gelandet bin. So, und dann hatten wir so, aber wir hatten dann so einen Bus, so dieser Dürenbus. Wir hatten den für original einen Tag, für einen Spieltag, nur wegen Bayern hat den gemacht. Wenn ich dir diesen Bus zeige,
Du würdest denken, Bruder, was haben die mit diesem Bus jetzt gemacht? Geistkrank. Bro. Alle Spieler von uns drauf. So. Wirklich Bilder, alles. Bruder, das war der schönste Bus Deutschlands. Also Champions League. So. Ja, Bayern hat den gemacht. So, der 500.000 kostet er. Genau. Bei München hat für uns einen Bus gemacht. Bruder, das ist so krank. Und den Bus haben wir danach nie wieder gesehen, so, weil keiner kann sich den leisten, den zu fahren. Fahr einmal hin und zurück zu Auswärtsspielen nach Friesdorf, Bruder, ist das Ding schon wieder leer. So, und, aber das war wirklich so, dann kam ja diese ganze Bayern-Geschichte und dann könnt ihr mal erzählen, so wie jeder von so seiner Perspektive, wie der das so wahrgenommen hat. Ja, also bei mir war ja schon so wegen Leroy das Thema so, ja. Ich bin ja gut mit Leroy. Und dann kam er die ganze Zeit so, ah, der Freund von Leroy und so, wir spielen vielleicht gegeneinander. Stimmt, wo ja. Ich von Anfang an wusste, der Bruder wird nicht spielen gegen uns. Und so, ja, deshalb war ein bisschen Hype so, die waren bei mir zu Hause und so, Sky auch. Also Tagesstory gemacht mit Ablauf so von zu Hause zum Trainingsplatz und so. Ich habe gefühlt die Woche vielleicht zweimal trainiert und nur Interviews und so. Aber war schon geil so, weil du weißt, ich kannte das alles und dann war das wieder so ein bisschen dann einfach in der Oberliga. Mhm. Und ja, dann fahren wir dahin und dann guckst du die Aufstellung. So, du weißt, ein paar spielen nicht, aber dann spielt Davis, dann spielt Mosella, dann spielt Boateng, Süle. Ja. Douglas Costa haben die drei Tage vorher verpflichtet. Und ihr wisst alle, Douglas Costa Prime. Nee. Wir dachten, was macht der heute mit uns? Bruder, als ich den Namen gesehen habe, dachte ich heute... Vor dem hatte ich am meisten Angst. Ja, ich auch. Sag ich offen und ehrlich, als ich Douglas Costa gesehen habe, weil Musiala war ja noch gar nicht... Also, Das war sein erstes Spiel, Musiala. Ihr müsst euch ja vorstellen, ne, für jeden, der das guckt, Musiala ist durch uns geboren. Ja, also mit dieser Aktion, die der da gegen uns gemacht hat, die ist überall viral gegangen. Im 16er das. Im 16er, da dribbelt der 4-5 Spieler von uns aus und schießt dann so ins Außennetz. Heute macht er den, ja, safe, sag ich auch. Aber was für mich ja das, was wollte ich gerade sagen? Mit dem... Douglas. Ja, mit dem Douglas Costa, weil ich habe mich an seine Flanken erinnert. Ja, links vorbei. Und ich dachte, wenn du den selber köpfst, Bruder, der geht doch auch rein, so, weißt du? Ja. Dann dachte ich mir, als ich Douglas Costa gesehen habe, war für mich, okay, das geht auf jeden Fall 10, 12, 0. Aber man kennt das ja auch. Davis auch. Ja. Aber Davis war ja auch noch so seine erste Saison, nachdem der so ein bisschen gespielt hat. Die haben den als links, rechts, außen geholt. Da hat er hinten links gespielt. Linksverteidiger, genau. Der war so schnell. Wow. Ja. Dann hast du, wen hast du da noch? Javi Martinez, dieser Rocker, der Sechser. Boateng hat gespielt. Choupo-Moting vorne. Rechts Bouna Sarr. Ja. Nübel, genau. Und Choupo-Moting vorne. Ja, genau. Thomas Müller hat auch gespielt. Und da bist du gecheckt, wie wichtig Thomas Müller für FC Bayern München ist. Der stand nur richtig im Raum. Ne? Das ist krass. Und dann erste Minute habe ich eine Chance auch noch weiter. Ja, Mann. Boah, da dachte jeder, also wir beide haben ja nicht gespielt, wir haben nicht von Anfang an gespielt. Wir waren dann, du musst dir vorstellen, es war ja Corona. Und Corona ist ja dann... Du saßt nicht auf den Bänken, weil auch auf den Bänken musst du immer so Abstand haben, theoretisch. So. Aber eigentlich hat man ja bei uns gespielt. Stimmt, ja. Aber die haben das gewechselt, dass wir da Allianz Arena und so. Und, genau. Und so. Spieltern kannte ja auch Uli Hoeneß, unser Chef von Düren, kannte Uli Hoeneß gut und die haben das dann so geregelt. Genau, und dann eigentlich haben die sich doch auf so ein Rückspiel geeinigt in Düren. Das kommt noch, ja. Jo, wir haben denen auch gesagt, geht einen Schritt zurück, dann geht die zwei nach vorne. Spielen wir noch. Einer beiden kommt jetzt hin, das Ding ist schon lange durch. So. Aber für den Verein hat sich das auch trotzdem krass gelohnt. Muss man auf jeden Fall sagen. Für uns am Ende des Tages auch so schon. Ja, so war echt eine geile Erfahrung. Auf jeden Fall. Aber was habt ihr bei diesem Spiel gemacht? 3-0. Ja, darauf kommen wir jetzt. Genau. Jeder dachte ja, also Bro, normalerweise ist es so, wenn Bayern München gegen so eine Oberligamannschaft spielt, dann geht das Ding 20-0 aus. Also wirklich so 10-15-0 ist das schon auf jeden Fall. Und Schalke hat davor die Woche 7-0 verloren. Ja. Gegen Bayern. Ja, so Schalke hat 7-0 Bundesliga, erstes Spiel, gegen Bayern 7-0 verloren und wir kommen jetzt dahin. Keiner hat gegen uns gespielt, weil jedes Spiel ist ausgefallen. Einer hatte Hoffnung, ja. So, wer? Dass wir es packen können. Wer war das? Da war was drin. Trainer. Ja. Da war was drin. Bro, wir sind da wirklich mit einem Plan reingegangen, ne? Und der Plan war nicht, dass wir da jetzt einfach verlieren. Wir haben gepresst. Wir sind vorne angelaufen. Ich weiß das nicht, glaube ich. Aber eigentlich finde ich es nicht schlecht, weil du hast eh nichts zu verlieren, ob du jetzt 10-0 verlierst oder 7-15-0. Das ist eine Erfahrung für manche. Manche haben das noch nie gesehen, die haben, keine Ahnung, noch nie hochgespielt. Wir sind vorne drauf gegangen und die waren überrascht. Ja. Wir hatten die ersten zwei Torchancen, ich eine so mit Kopf. Ja. Aber die auf den Fuß gekommen, wäre da, glaube ich, besser bei mir. Ja. Ja. Die haben sich schon schwer getan, ne? Wir haben gut verteidigt. Sag dir ehrlich, also am Ende des Tages muss man auch dem Trainer dann am Ende des Tages auch recht geben. Ja. Weil wenn du 3-0 gegen Bayern München verlierst,
Und das war jetzt nicht wirklich diese C-Garde. Nee, das war höchstens, also schlechtestens war es eine B-Mannschaft, sage ich mal. Da fehlen vielleicht 4, 5 Topspieler noch. Oder A-Minus, ja. So, und dann, genau, A-Minus würde ich auch schon sagen. Die haut jede Bundesliga-Mannschaft auf jeden Fall 6-0 auch weg, sage ich. Wenn du dann 3-0 dahin fährst, das war ja für uns alle so, war ein Erfolg, muss man auch so sagen. Ja. Also der ganze Aufenthalt da, wir waren da im Hotel, du hast dich ja wirklich so wieder gefühlt, so, okay, Digga, hier ist schon wieder so, du bist schon echt on top, so, du weißt, wie das so ist. Mit Trikot tauschen dann am Ende, dann hattet ihr ja noch bei dir, um dich wurde ja extrem viel Trubel da noch gemacht zu dieser Zeit. So, weil die dann diesen Hype halt ausnutzen wollten und so. Und haben die ja auch clever gemacht dann, sag ich mal. Ja. So, und dann spielen wir da 3-0. Und dann war das für uns so alle so, Digga, was machen wir, so, was ist jetzt? Ja. So, weißt du, wie war so für euch das Gefühl, als wir danach, als das vorbei war? Bei mir war erstmal ein bisschen wildere Fahrt dahin. Stimmt. Weil ich sollte immer die Pokalspiele zu der Zeit machen. Ja, Mann, das ist, ja. Und dann sollte ich eigentlich spielen gegen München und dann war da ganz komische Sache mit dem anderen Torwart und der hat das dann irgendwie hinbekommen, dass der spielt. Und dann saßen so unnormal lang bei dir im Zimmer noch, weiß ich noch. Ja, ich weiß nicht, wie du aus dem Zimmer gekommen bist. Ich hab dich dann unten in der Lobby abgefangen. Weil Trainer hat mir das dann gesagt so und ich bin halt komplett getickt. Ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. So, ich spiele und der hat irgendwas gedreht mit dem Trainer gerade. Yeah. Und dann kam Trainer so, ja, du spielst dafür die Saison. Dachte ich mir so, ja gut, ich will jetzt gegen Bayern spielen, nicht nächste Woche gegen SV Deutz. Mhm. Siegburg. Und ja, dann habe ich auch nicht gespielt, aber trotzdem auch, wenn ich nicht gespielt habe, ich muss sagen, diese Reise da, vor allem auch, was wir vorher schon gesagt haben, was ich immer auch, was am Fußball auch irgendwie so geil ist, so die Fahrt dahin, yeah. Uno, die ganze Zeit wirklich nur gelabert, da war so keine Sekunde Stille, ja. Wir hatten nur Spaß so, wir haben trainiert da auch richtig geil, wir waren so, haben uns alle geil verstanden so, deswegen, auch wenn bei mir ein bisschen komisch war, dass ich nicht gespielt habe, war richtig geil. Aber es war für mich auch wirklich so eine Erfahrung, die ich sagen muss, Alter, die haben wenige erlebt, aber ich bereue keine Zeit so davon. Würdet ihr so sagen, dass ihr irgendwie eine Zeit im Fußball jemals bereut habt so? Naja, also wenn man sollte eh nicht in die Vergangenheit gucken und sagen, kann man eh nicht mehr ändern, weil es bei manchen super gelaufen, bei manchen nicht so gut gelaufen, aber du kannst nichts ändern, du musst nach vorne gucken im Leben, weil nach hinten bringt nichts. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, ist schon wieder vergessen eigentlich. Ja, Mann, das stimmt. Ist ja wirklich so. Ich auch würde das Gleiche sagen. So. Ich war letztes Mal dabei, was ihr im Podcast gesagt habt, so Leute denken dann immer so, ja, wenn du dann kurz Gas gibst, so, dann bist du schnell erfolgreich so. Und so aus dem Fußball oder auch so NLZ, so, du kannst so viel mitnehmen, so, dass es halt immer weitergeht. Du musst immer irgendwie dranbleiben, du musst geduldig bleiben, um erfolgreich zu sein. Und das ist halt nicht so, okay, ich mache jetzt 2 Monate Krafttraining und dann bin ich eine Maschine. Bin ich top. Ja. So. Dann auch, ja, einfach auch so eine Fußballmannschaft. Da sind so viele, wie wir gerade gesagt haben, die haben so viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Backgrounds, so wo du herkommst, so das ist einfach im Fußball oder in der Fußballkarriere ist einfach scheißegal. Ja. So, das ist einfach ist ganz normal. Verschiedene Erziehungen, irgendwo anders geboren, ist einfach scheißegal. So, du fährst einfach als Mannschaft dahin und du willst gegen Bayern München ein gutes Spiel machen. Ja, Mann. Der Rest ist einfach scheißegal. Und du findest trotzdem immer einander so. Ja. Ne? In Düren überleg mal, was wir da verschiedene Spiele hatten, aber trotzdem so. Wie du gesagt hast. Wir waren einfach sogar eine Mannschaft. Ja. Wir waren ein Team, ja. Deswegen so, ich würde das niemals irgendwas im Fußball so bereuen. Ich auch. Also, wenn man mich fragt, das ist ja wahrscheinlich auch bei jedem, ich glaube, egal was für ein Niveau man gespielt hat, so die Fußballzeit, also okay, ich sage schon, wenn man schon ein bisschen das ernster genommen hat, aber die Fußballzeit ist so, man sagt ja auch, dass Fußballer ein Leben rückwärts führen. Also normalerweise ist es ja so, du gehst zur Schule, du machst dein Abi, du fängst an zu studieren, dann hast du erstmal keine Ahnung, was du machst, so mit 19, 20, so, was mache ich jetzt irgendwie? Dann bist du irgendwann 25, 26, 27, dann bist du langsam mit dem Studium fertig, so, jetzt in der normalen, allgemein. Und dann mit 30 stehst du dann mitten im Leben oder 35 stehst du dann mitten im Leben und weißt genau, wo du dich in den nächsten Jahren siehst, mit Kindern, was auch immer. Und bei Fußballern ist es ja wirklich so, du bist von 1 bis 30 ein Kind, was immer noch dasselbe Ziel hat, so, weißt du, dir passieren so viele Sachen, du ziehst schon aus mit 18, was auch nicht normal ist, sage ich jetzt mal, dann bist du mit 19 da, dann bist du auf einmal da, dann passiert dir dies, du hast schon zweimal so, keine Ahnung, mentale Probleme gehabt, so, wo du schon gesagt hast, ich will jetzt aufhören mit dem Ding, dann bist du auf einmal dann 30, 32, 33, 34 und dann fängt auf einmal noch ein neues Leben an. Ja, und das ist für mich halt krass, wie viele Leute halt so, die diesen einen Weg gehen,
das danach gar nicht wissen. Ja. Weißt du, du siehst ja, es gibt so viele Beispiele, wo Fußballprofis, die dann 34 geworden sind, die einfach keine Ahnung mehr haben, was die machen sollen und auf einmal dann sich dann ihr ganzes Geld verprassen so. Ja. Und dann denkst du dir auch so, wie ist das eigentlich zustande? Wie kommt das zustande, ja. Digga? So, und deswegen will ich jetzt danach nochmal anknüpfen, dass du jetzt halt jetzt mit der Tätigkeit, die du ja jetzt machst, du bist ja jetzt im Frauenfußball jetzt aktiv, bist jetzt Torwarttrainer geworden. Erzähl mal, wie das dann, so was für eine Umstellung das für dich war. 22, glaube ich, so im März, habe ich mal einen Anruf bekommen von Bayer, ja, komm doch mal vorbei, so ein bisschen Austausch, wie es dir geht. Da war ich noch in Düren, da haben wir noch Oberliga gespielt, waren gerade am Aufsteigen. Da habe ich gesagt, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, ich will eigentlich nicht unbedingt Trainer sein, so, aber im Fußball irgendwie bleiben. Ich meinte, ja, wenn du Bock hast, komm mal mit auf den Platz. Und bin ich auf den Platz gegangen, so mit der Jugend. Ich dachte mir so, boah, mega. Ne, so, das sind alles Jungs, so, die haben den gleichen Traum wie du früher. Vielleicht kannst du denen auch nochmal auf einer anderen Ebene was beibringen. War direkt so, okay, ich glaube, das will ich machen. Ja. Hat dann aber noch Vertrag in Düren. Sind dann aufgestiegen im Jahr in die Regionalliga. Und dann wurde mir gesagt, ja, wir holen neuen Torwart, kannst gehen. Wow. Und ich hatte noch Vertrag. Und dann habe ich direkt bei Bayern angerufen, ja, wie sieht's aus so, ich würde was machen. War aber noch nicht so, ja, war noch kein richtiger Job frei so für mich sozusagen. Dann sagt er, okay, ich beiß mich durch in Düren so und danach aber sage ich, für mich ist Ende. Mhm. Also entweder ich werde irgendwie Trainer oder mache irgendwas im Sport oder ich gehe komplett raus aus dem Fußball. Das war für mich dann eigentlich relativ klar. Bin dann aber, wie es auch immer so ist im Fußball, irgendwie wieder reingerutscht, habe Spiele gemacht. Muss aber sagen, in diesem Sommer war so endgültig für mich, okay, du machst das Jahr noch und danach ist vorbei. Mhm. Das war, deswegen, ich hatte jetzt auch in dem letzten Jahr, hatte ich so viel Spaß, so einfach so jeden Tag diese Kabine zu genießen, so einfach Scheiße labern in der Kabine, wo du denkst, so, boah, eigentlich normal, aber das übertrieben genossen. Ja, und dann hatte ich das bisschen gezogen und dann habe ich es war dann doch später, so im Mai, Juni, habe ich die Zusage bekommen, weil ein paar personelle Veränderungen waren, dass ich Torwarttrainerjob bei den Bundesliga-Frauen und parallel U13 bzw. U15 bis U8 Jungs im NLZ trainieren darf. Da habe ich direkt zugesagt. Dann habe ich noch das Finale gespielt, Mittelrhein-Pokal. Stimmt, ja. Dann war ich 10 Tage im Urlaub und dann direkt neuen Job angefangen. Krass. Und das ist im Moment so für mich so, manchmal denkst du, ey krass, vor 4 Monaten so hast du einfach nur Fußball gespielt und jetzt bist du Trainer, aber das ist für mich halt, ich merke so, es ist einfach völlig normal, so, es macht mir mega Spaß, voll meine Leidenschaft und deswegen war das so die perfekte Entscheidung für mich. Weil es ist eigentlich krass, so, wenn man überlegt, dass man vom Fußball theoretisch Profi, ne, jetzt einfach zum Fußball-Torwart-Trainer geworden ist, so, was das mit einem macht, aber du bist ja jetzt immer noch, sag ich mal, beim Fußball, wie siehst du das jetzt so, deine Situation? Also wenn du jetzt einfach so guckst, so wie wo du jetzt bist, du bist jetzt bei einem Regionalliga-Top-Club, geiler Verein, kannst ja selber mal kurz über deine Situation so zum Ende nochmal erzählen, so wie du dich halt jetzt siehst, wie du das vielleicht jetzt auch nochmal siehst mit denen, wie du vielleicht gelernt hast aus deinen Fehlern oder was du jetzt einfach noch erreichen willst, etc. Ja, ich habe erstmal, wie gesagt, in Düren nochmal wieder Spaß richtig am Fußball bekommen mit diesem Oberliga-Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Ja. Für mich eine super Saison auch persönlich gewesen, wo ich auch nochmal Drittliga-Angebote hatte. Aber ich die nicht gemacht habe, weil es für mich nicht gelohnt hat und auch, du weißt ja, wie es manchmal ist, dann so weit wieder weg und ja, und dann habe ich in Düren noch das Jahr zu Ende gespielt. Ja, und dann kam Alemannia Aachen, ich komme aus Aachen, Alemannia ist meine Heimat, ich habe da gefühlt angefangen Fußball zu spielen, es war eine Herzensangelegenheit. Plus die Gespräche waren super, die Ziele sind der Aufstieg, die sind immer noch der Aufstieg, plus die Fans, wir haben einen Durchschnitt von 15.000, 16.000 und alles auch Kabinen, alles ist, das ist Bundesliga, ne? Da weißt du ja selber, du warst ja selber, das ist krass, hat nichts mit vierte Liga zu tun. Das ist geisteskrank. Bro, wie viele Vereine in der Schweiz haben 15.000 Zuschauer durchschnittlich? Ich sag vielleicht 4. Aber es ist hart. Und überleg mal, wir sind nicht so gut gestartet jetzt in der Saison. Obwohl wir haben 15 neue Spieler, das muss man auch sagen, und aber auch Top-Spieler geholt und nicht so gut gestartet und trotzdem stehen die Fans nach dem Spiel, wir haben 4-1 verloren ein Spiel, standen die da und haben uns trotzdem gute Worte geredet, gibt weiter Gas für den Verein und so und waren am nächsten Spieltag wieder, waren 14.000 da. Das ist schon
Also eigentlich lebst du eigentlich immer noch Profifußball? Ja, kann man so sagen. Jetzt wieder, ja. Ich habe auch, wie gesagt, wir haben ja schon mal persönlich darüber gesprochen, ob ich schon aufgegeben habe. So. Ich bin super in die Saison gekommen und ich sehe das Ziel eigentlich immer noch, oben anzureifen. Ja, ich habe es ja auch gesagt, auch für egal, also du bist, ich hoffe, du wirst auf jeden Fall ein Beispiel dafür sein, für Leute, die vielleicht auch irgendwann in dieses Alter dann wie du kommen, auch schon viel erlebt haben, vielleicht auch viele Tiefschläge schon hatten, auch vielleicht, man hat auch jüngere Leute, die schon in solche Situationen gewesen sind, dass du denen dann zeigen kannst, Digga, so dass du am Ende des Tages trotzdem deinen Weg noch gemacht hast und dann trotzdem vielleicht mit 28, 29, 30 vielleicht trotzdem noch in der ersten oder zweiten Liga sogar spielst, weil ich würde sogar gar keine Grenzen setzen, weil viele kennen ja die Storys auch von so Jamie Vardy, darüber haben wir auch geredet. Stürmer, so. Ja. Geht ruckzuck. Das sind so Geschichten, die sind für einen immer so weit weg, aber ich finde, das war immer so auch für mich so wichtig so, wenn ich so diese Geschichten gelesen habe, habe ich so selber meine Geschichte geglaubt, so irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das irgendwie so nachvollziehen. So. Wenn ich so gesehen habe, ey, okay, warte mal, da ist einer, der ist aus der Regionalliga noch Profi geworden. Dann habe ich irgendwann, okay, das war jetzt vielleicht nicht meine Position so. Aber trotzdem habe ich dann die Hoffnung nicht aufgegeben. So. Und deswegen will ich halt auch jetzt auch den Leuten, die das jetzt schon sehen, so, weil es gibt auch so Beispiele, so Leute wie jetzt, die haben jetzt einen Podcast, wie heißt er nochmal? Sinan Kurt, die den als Gescheiterten dahinstellen und so. So würde ich dich jetzt zum Beispiel gar nicht einschätzen, sondern ich glaube, wenn du noch selbstbewusst genug bist und einfach noch Bock hast, dann wird es am Ende des Tages immer noch dahin gehen können. Das liegt am Ende des Tages halt trotzdem nur an dir so, ne? Ja. So, aber es ist trotzdem so, wenn ich das so alles höre, so einfach, wir haben auch extrem lange geredet. Das sind krasse Geschichten eigentlich so, die man da so hat. Und ich glaube, wie man da auch noch so schreiben kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal hier bei euch beiden, dass ihr dabei wart. War sehr interessant. Jack war heute mehr so der erste Zuhörer. Ja. Ja. Okay, das war halt wirklich, weil wir zu viele gemeinsame Storys einfach hatten. So. Aber mich freut es auf jeden Fall unnormal, dass ihr hier gewesen seid. Und ich wünsche euch auf jeden Fall das Beste, ne? Auf jeden Fall vom Herzen. Und ich würde jetzt einmal sagen, vergesst, das habe ich sogar selber gerade fast vergessen, ja. Guck mich so von der Seite an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Kanal zu kommentieren, also dieses Video zu kommentieren mit irgendeinem geilen Satz, einem motivierenden Satz, weil heute reden wir viel über Motivation, einen motivierenden Satz, den ihr für eure Mitmenschen habt. Teilt diesen Podcast mit einer Person, wo ihr sehen wollt, dass sie es in 3 Jahren geschafft hat und vergesst eure Hamster zu Hause nicht. Und in diesem Sinne, say less.